Yo. Grüß Gott, Messias. Ja, grüß Gott. Herzlich willkommen zurück bei Etherbox Ehrenfeld. Come stai, compagno. Mir geht's sehr gut, wenn du bei mir bist. Das Beste, oder? Weil vor allen Dingen ist es jetzt das erste Mal seit langer Zeit in der öffentlichen Folge. Allerdings. Wie letztes Mal weiß ich nicht mehr, aber herzlich willkommen zurück. Nee, wir haben mal irgendwie Zoom-Call gemacht oder so, öffentliche. Aber echt? Hier bei mir zu Hause, ja, in Miami haben wir mal eine gemacht. Ah ja, gut, okay, krass. Das genau. Ist ein Jahr her, Alter. Nee, das war jetzt... Ach so, ja. Okay. Ja, whatever. Schleich raus. Sagen wir mal ein Jahr her. Genau, jetzt bist du hier und zum ersten Mal auf Video, so richtig mit bei mir zu Hause im Studio. Krass. Und da bin ich natürlich gut drauf. Eine Frage. Wie könnte ich nicht gut drauf sein? Könnte man in diese Lampen, ne, die uns hier anstrahlen, eigentlich auch UV-Birnen einbauen, dass man da ja noch braun wird? Ja. Vor allen Dingen, die könnte auch blaues Licht machen, nur die nicht. Vom Taiko. UVA, ich brauche nämlich folgendes. UVA. Ah, ja, ja. Ich mach mir mal einen Monster White Power auf. Trinken wir draus. Dienstag, bei mir ist ja quasi schon wieder Freitag, ne? Mhm. Am Freitag kommt ein neuer Song raus, aber dazu später mehr. Wir müssen heute richtig arbeiten. Heute wird gearbeitet. Ja, sehr gut. Weil das ist unsere Arbeit. Weil ich habe eben schon Podcast-Folge mit Pullman Style gemacht für Patreon. Da habe ich eigentlich schon alles gelabert so. Ach so, ja, okay, dann lass mich labern. Alles gespoilert, genau. Gib. Aber Big White Power. Du hast auch schon deinen Krieg gegen den Staat auch schon gespoilert. Ja, so ein bisschen. Ja. Geht ja nicht anders. Ne? Ja, aber kann man ja nochmal machen. Ist dann also einmal intern für alle, die bezahlen. Ja. Patreon. Und jetzt nochmal einmal für alle. Ich möchte erstmal ganz herzlich gratulieren hier on Mike an der Kamera für deine mutmaßliche, was man dir unterstellt, Majestätsbeleidigung. Drei Sachen. Gegen eine Grünen-Politikerin. Verleumdung, Rufmord, glaube ich, und... Beleidigung oder sowas. Ist doch mal behauptet, jemand hätte was gemacht, was er nicht getan hat. Genau. Aber das ist ja schon mal, also gut. Für den Fall, du warst es ja eh nicht, bist ja unschuldig. Ist mausgerutscht. Das wissen wir ja alle. Genau. Ja, also die Katharina Schulze, ne, war das. Also ich weiß noch nicht mal, ob sie es war. Aber es ist wegen ihr. Weil es gibt noch kein Aktenzeichen. Es war erstmal, die Kommissare haben ermittelt. Und dann habe ich Aussage quasi verweigert, aber weil ich nie in den Briefkasten gucke. Wärst du gern der Kommissar, der da ermittelt hat? Ich schwöre, ich habe den ja angerufen, ne? Weil ich war ja nicht da. Warum hast du aufgenommen? Ey, das war so geil. Ey, geil, Mann. Es war schon wieder so, hallo, ne, mit vollen Backen. Genau. Genau. Alles und dann gut. So, ja, nee, der wusste auch direkt Bescheid. Ah, geil, okay. Wusste direkt Bescheid. Ja, ich denke mal, den ganzen Schreibtisch freigeräumt für diesen Fall. Nee, ich schwöre, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Hat er nur drei Dinger da liegen? Wie konnte der jetzt sofort wissen, der so, ach so, ja, nee, das ist zu spät. Also der war halt so, ach so, hallo, Herr Schneider. Also wirklich, ich so, ja, gut, ja, hier ist Christian Schneider. Vielleicht hat er noch so einen Stapel da liegen, die noch kommen, ne? Also zwei Theorien habe ich. Entweder hat der original nichts zu tun. Ja moin, also hat der oder ja nicht. Oder aber es ist ja natürlich eine Simulation und es ist ein DLC, jetzt ja, gut, auch so ein Achievement. Genau. Ja. Und natürlich, wenn ich da anrufe, Moment, weiß der gewartet, NPC-Cop, der hat gewartet, das Skript ist halt so, ja genau. Also du rufst da an und dann weiß der halt Bescheid. Weißt du, so ist das ja bei... Ich schwöre, das war halt, ey, ermittel, Junge, am Ermitteln. Ja. Also, der Punkt ist, erstmal ermittelt dann die Kripo. Oh, Junge. Es ist ja schon so krass, Big Mike. Das ist nicht schön, dass wir das bezahlen dürfen, alles. Wegen Beleidigung. Ist beleidigt. Es geht übrigens um das Wort Hexe. Also, ich habe jetzt nicht gesagt. Vorsicht ist geboten, ja. Ja, aber verstehst du, also ich habe halt nicht gesagt, ich fick deine Mutter und dann, was weiß ich, dies, das. Ich sag jetzt was, weißt du, warum es so in dem Fall so hart ist? Weil es ja die, weil es stimmt. Jetzt. Also das in dem ist, Moment, das ist genau, das tut weh. Und das tut weh. Das tut weh, wenn als die wenn merken, du, oh scheiße, wir haben uns erwischt. Wir sind scheiße, ertappt, Alter. Wir merken es, wir merken, was mit uns los ist. Dann gibt's natürlich Revenge ist, in Form von staatsadliger ich gebe dir die komplette Ironie. Also erstmal ist ja eh geil, bei mir läuft ja, ne? Ich pisse ja Geld noch und nöcher und deswegen gehe ich auch nie an Briefkasten, weil es ist mir alles egal. Ja, und ich bezahle immer, was muss ich bezahlen? Ach so, okay, hier mache ich pissig. Pissen, so, genau. Und was oben rausguckt, hole ich raus. Hauptsache Moor. Was unten sich festgetreten hat, das halt hat Pech. Genau. Nur weil ich ja... Boah, ich erzähl nochmal dasselbe wie auf Patreon, aber ich mach's kurz. Der Brief sah auf Patreon jeden Fall ist noch besser. Da hast du ihn ja fotografiert, der Brief sah schon nee, der so Punkt ist, guter Zustand. So. Es war nicht von King James, von James Lucas. Ja, okay. Es war echt. Ja. Brief war auch schon, genau, war schon dreimal nass gewesen und so weiter. Der Punkt ist, ich habe nur reingeguckt, weil ich ja meine Geburtsurkunde aus Koblenz erwarte, weil ich ja einen Pass... Und die ist natürlich nicht da. Die ist nicht da, ne, klar. Aber dann habe ich gesehen, ach guck mal hier, der Wachtmeister Dimpfelmoser hat mir ja geschrieben.
Und ich dann so, ach ja, wegen Katharina Schulze, Verleumdung und so weiter und so fort. Das Hexenproblem und Beleidigung halt eben. Beleidigung, so, und ich so, ey, das ist ja so krass. Ey, ob die wohl beleidigt ist? Ja. Also original, es gibt ein in Deutschland das Recht darauf, beleidigt zu sein. Und dann bist du beleidigt und dann kannst du jemanden anzeigen, wenn du das Gefühl hast, dass der Schuld daran ist, dass du beleidigt bist. Eine beleidigte Leberwurst das halt original krass. Bist. Und dann gehen, dann werden die Behörden ermitteln. Also es ist jetzt ein Kommissar dran. Ich habe die Aussage, der so, alles. Ja gut, dann haben sie die Aussage ja verweigert. Sie müssen ja auch nicht und so. Was machen wir denn dann jetzt? Ja, also in ein paar Wochen, das ist jetzt zurück bei der Staatsanwaltschaft. Die ermitteln jetzt. Also der war hier in Ehrenfeld, aber der... Nee, der war in Kalk oder so. Ah ja, okay. Irgendeine andere Stelle. Ja, okay. Und jetzt ermittelt der Staatsanwalt. Also es ist ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Ja, also. Genau, und es gibt halt noch kein Aktenzeichen, weil jetzt geht das erst los. Und das dauert ein paar Wochen. Und dann gibt's das und dann kann mein Anwalt kann dann Einsicht... erlangen und dann wissen wir auch, wer uns angezeigt hat. Vielleicht war es gar nicht Katharina Schulze. Also nie. Vielleicht war es Nancy Faeser, vielleicht war es auch irgendein Aktivbürger. Man kann ja melden, es kann ja jeder einfach... Der hat eine Beleidigung, genau. Beleidigung. der hat was, das darf man nicht. Beleidigen so, ist ich bin ja auch, recht. Ich bin ja Arzt und Anwalt, nebenbei noch, ne, nebenberuflich. Und als Anwalt habe ich rausgefunden, manchmal ist es eine Beleidigung, manchmal nicht. Also es gab schon Freisprüche wegen dem Wort Hexe. Mhm. Ist keine Beleidigung, eine Frau eine Hexe zu nennen, weil eine Hexe ist ja ist auch ja was stark Gutes. Und unabhängig. Stark und unabhängig. Die Hexen haben immer gegen die alten weißen Männer früher und so weiter. Ja. Ist was Schönes, eine Hexe zu sein. Richtig. Oder aber es gab doch schon Strafen. Oh. Weil es ganz niederträchtig ist, aha, okay. Eine Frau eine Hexe zu nennen. Eine starke und unabhängige Frau. So zu diffamieren. It's in the name. Also das Schlimme ist, dass man einer Frau sowas angetan hat. Ja, das ist natürlich, genau. Also das ist ein Hate Crime. Und na, so einer starken Politikerin. Ist von den quasi Grünen. Auch. Von den Grünen. Kennst du die? Ja, natürlich. Die ist komplett. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Sie ist komplett verstrahlt. Darf man das noch sagen? Die ist komplett. Ey, also die war, sag ich mal so, bei der Clown-Grippe war die ganz vorne mit dabei. Mit Einsperren und jetzt Schlüssel weg und so weiter. Und Hass und Hetze ist so a thing von ihr? Das Schlimmste für sie, ja. Ist das Schlimmste? Vor allen Dingen Hubert Aiwanger mag sie nicht. Sie gibt natürlich Gas, weil das ist was anderes. Hat aber auch in einem... Sie meint es ja gut. Der Punkt war, ich habe das zu einem Video gepostet, wo sie drin sagt, man kann hier in diesem Land alles sagen. Ach, und da bin ich kurz, war ich kurz getriggert. Ja. Und hast mal probiert, ob du alles sagen kannst, ne? Kann ich nicht. Kann ich? Ah, nee, Moment, stopp. Nein. Da hat sich ein anderer, ich habe dann geschrieben, man darf doch hier alles sagen in dem Land. Da hat mich ein Anwalt korrigiert schon wieder. Da steht kann, Falschzitat, kann, nicht darf. Ah. Du kannst es sagen. Genau, da. Ah, aber du darfst es nicht. Ja. Ja, moin. Und da hat sie recht. Sie hat recht, du kannst es ja sagen. Ja, stimmt. Aber du darfst es nicht sagen. Und jetzt kommt Auftritt. Die Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft. Genau. So, weißt du, was ich daran so krass finde? Also wir hassen ja den Staat. Wir hassen Demokratie. Safe. Wir hassen Wissenschaft. So. Steuern sind Raub. Zu, was wir noch alles hassen. So, wollte ich nicht eigentlich nur dich labern lassen? Also pass auf. Aber ganz kurz, weil gut, du hast mich ja danach gefragt. Du hast mich ja danach gefragt. Der Trivial. Wir sind im Widerstand. Genau. Genau. Richtig, ja. Wir sind ja Anarchisten. Ja, richtig. Staatliche Willkür. Der Punkt ist, dass diese Frau, diese starke und unabhängige Frau, wirklich uns schikaniert hat. Also speziell seit Corona ist sie mir aufgefallen. Wirklich komplett krass. Also Tyrannei ist das. Ich kenne die nur von TikTok, den Tanz und komplett ausflippen. Ja, kulturelle Aneignung. Also so ist es wirklich Hatebait, Ragebait. Es ist stark und unabhängig. Politikspielen ist die... mit oben. Mit dem Koloss da und so auf, also Top 3. Ist komplett krass. Ja, es ist safe. So, und dann schreibt man mal, und dann sagt die, man kann hier alles sagen, und dann schreibe ich halt mal, ja, die verstrahlte Hexe merkt gar nichts. War auch ein erfolgreicher Tweet, muss ich sagen. Mhm. Und, hast du den ja schon korrigiert, auch den Tweet? Der wurde ja gelöscht und so, da hast du ja schon Ärger gekriegt. Ich habe schon von Twitter Ärger gekriegt. Und genau. Dann hast du ja korrigiert und so geschrieben, die ist sehr gut. Ich habe Paul Brandenburg schon erzählt und der so... Ja, für den ist das... Ey, weißt du, yo. Da wischst du jetzt die Arsch mit ab mit zum Schreiben. Ja, genau. Und und jetzt habe ich dann durch Zufall habe ich dieses Schreiben entdeckt. Ja, was wollte ich sagen? Ich find's halt so krass. Man kann ja alles sagen.
Ich sag nicht, was, aber, und ja, sie ist uns nur am, also sie will uns ja wegen Hass und Hetze und wegen Corona, ja, ja, also, die will uns ja wirklich am liebsten richtig an die Leine legen. Mhm. Und das ist halt, und jetzt, so, und das ist die letzte, der letzte Hohn ist, dass jetzt original, und ich wiederhole mich vielleicht, aber in diesem Behörden, Staat, Steuern sind Raub, alles ist Clown-Scheiße. Alles ist gelogen, Clown-Scheiße, um uns zu schikanieren. Der Staat kann gar nichts. Es ist eine einzige Farce. Es ist, jetzt ermitteln die Behörden, weil die beleidigt ist, Alter. Es ist komplett krass. Warum? Wofür? Was soll das? Also es ist Bullshit, Alter. Ich möchte nur einfach zu Protokoll geben, ich zahle sehr gerne Steuern für die Sicherheit. Boah, und das gehört dazu, dass man in Deutschland, im besten Deutschland aller Zeiten, niemand beleidigt sein muss. Und dass sich jeder sicher fühlt. Ja. Weil das Gefühl... Sie fühlt sich nicht sicher. Ja, ja. Hast du, das genau, hast du geschafft. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Gefühle sind wichtig. Gefühle dafür sind wichtig. Und ja, meiner Meinung nach, are you winning, son, ist die Hauptfrage, ne? Ist alles Content. Ja, es ist alles Content. Und was wird passieren? Also wenn es teuer wird, mach ich GoFundMe, ne? Ich hätte gedacht, wenn du jetzt den Brief doch nicht gefunden hättest, dann hättest du wahrscheinlich noch nie gemerkt, weil wie viel von den Dingern haut die raus? Ich meine, es gibt ja ganz stumpfe Leute, die wirklich einfach nur auf den Hatebait von dir ihre Schrottvideos und sowas reinfallen und dir dann drunter schreiben. Also ich zitiere nur, du hässliche genau, Misthure und so. Ich bring dich um genau, und so. Genau, richtig. Ja, also schreie, mach das bloß nicht. Ja. Und würde ich auch, ich schwöre, aber ich mache jetzt noch nicht mal Witze. Ich würde sowas nie schreiben. Natürlich nicht. Never. Wenn ich was schreibe, meistens denke ich mir was dabei und ich bin so ein bisschen frech. Es ist Verhöhnung, also, es ja, ist dein genau, Job, Messias. Genau. Mehr ist das nicht. Den Staat und die Demokratie zu verhöhnen und ihre Vertreter, genau, das ist dein genau, Job. Genau. Und ich stehe auch immer, ich schreibe und sage nichts. Jesus, Messias-mäßig. Weder vorne rum noch hinten rum, auch in Chats. Verfassungsschutz ist ja in mehreren Chats von mir mit drin. Schöne Grüße. Ich bin da derselbe Typ. Ich stehe mit meinem Namen und meinem Gesicht zu allem, was ich sage und schreibe. So. Wäre geil, wenn, käme die dann? Wenn es eine Verhandlung gäbe? Nein, nie im Leben. Ach, schade. Der Witz ist, also es gibt ja nochmal bei diesem Hate Crime, was du mutmaßlich gemacht hast, nochmal zwei Besonderheiten. Es gibt ja nochmal irgendwie ein extra Paragraph, ist ja auch schon alles ein Witz. Also ich sage halt 10 Gebote reichen. Paragraphen, aber weil die denken die sich doch auch aus. Das komplett. Wort alleine schon. Das ist für mich so ein Wort wie Paragraph ist ja auch rassistisch. Ist für mich so ein Wort wie Inzidenz. Naja. Ein erfundenes Scheißwort. Ey, Inzidenz, Alter, ich hatte das kurz vergessen. Ja. Ich hatte das original aber vergessen, auf, dieses Scheißwort, Alter. Kennst du so Studenten, Schlaue? Ja. Die Texte schreiben. Ich schreibe mal gerne lieben Text, lesen, schreiben. Lesen, genau. Und die Fußnoten im Text, Alter. Ja gut, so müssen wir ja, ne? Raus, weg. Ja. Verbrennen. Ja. Ich also sage nicht, ob man noch alles verbrennen sollte, aber denkt mal drüber nach. Der Andy hat mir heute ein Video geschickt. Unser Action-Andy. Ja, weil er meinte, das mit den Hexen ist jetzt das Ding. Ich sag, na ja, moin, it is a thing. Ja, guten Morgen. Real. Es war nicht nur jetzt, ja, es war damals a thing, es ist heute a thing. Wie die haben man sich das was dabei gedacht, ich schwöre. Das waren solche. Und dann so, es tut mir jetzt leid, was jetzt passiert. Immer mehr Leute merken aber die Connection. Es war, weißt Andy du was? Merkt, wir Fresse hat heute ein Video gemacht von Puddingteilchen in Sülz. Wie Puddingteilchen die Straße spart. Hier ist gerade Einfluss. Auf der Venlo, ein Einfluss. Alter. War auch wieder Puddingteilchen, Alarm für Puddingteilchen 11, Alter. Vom Allerfeinsten. Zwei Wannen kommen angefahren, die fahren ja auch. Also Frauen im Auto fahren ist ja schon eine Kategorie für sich. Ohne Wertung. Ich lieb's. Es ist was anderes. Ich lieb's. Autofahren wie heißt es hier? Ist für Männer gemacht und so unfair alles und bla bla bla. Genau. Und ne? Rechts. Und ist rechts. Und das sieht man ja auch, wie die dann klarkommen im Verkehr. Mhm. Also war natürlich Puddingteilchen drin. Und die haben hier versucht, die Straße zu sperren. Irgendwas war da vorne auf der Venloer Ecke. Nee, Subbelrater. Subbelrater Richtung, wie heißt das hier? Die Bahn lang fährt. Ja, egal. Venloer Gürtel. 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 Genau. Und da sind die versucht, haben die, wo die schon mal einen U-Turn gemacht haben mitten auf der Straße. Yo, auch. Das war geil. Kamen die von zwei Seiten und alle mussten natürlich anhalten, dann zurückgestoßen. Na klar, da Tütata. Gehupe und so. Das war Slapstick, Alter. Ich schwöre, Junge. Das, ja, das okay, war Lauren Hardy-mäßiger Benny Hill Slapstick Musik im Hintergrund. Ich will es aber nicht bezahlen. Ich will es nicht bezahlen, Alter. Alle anderen wollen es offensichtlich sehr gerne bezahlen, dass die hier rumhampeln im neongelben Clown-Kostüm. Ich schwöre, ich mache nur Fotos von denen, ne? Ja, gut ich so. Ich bin ja nur, folgt mir alle auf Instagram. Ist das nicht auch schon verboten? Also ist ja das. Ich glaube, das dürfen wir, weil wir die bezahlen. Ach, übrigens. Die Waffen darf und man die nehmen. Waffen, genau. Ja, ja, genau. Die dürft ihr nehmen. Ja, die dürfen nichts machen. Das wissen nur die wenigsten.
dürfen nichts machen. Also ich hört nochmal drauf hinaus, dass wir das gibt auch noch Ärger. Beamtenbeleidigung ist ja besonders schwerwiegend. Ja, ja, klar, das ist ja bei Politiker auch. Stopp, warte. Es stand dabei Personen des politischen Lebens und das ist eine besondere, ist noch mal besonders schwerwiegend. Schützenswert. Majestätsbeleidigung. Bei Frau ist dann nochmal Top-Tier als Frau. Klar, klar, weil Frauen sind gut, Männer sind böse. Und die sind auch, sagen wir mal, was das Beleidigtsein betrifft. Weißt du was, Big Mike, was du gerade gesagt hast, fällt mir was zu ein. Vielleicht können wir auch ein bisschen über dich reden, über deine 10 Jahre. 10 Jahre! Die gleiche Scheiße. Tag, ihr Lügner. Tag, ihr wisst schon, Tag, wen ich meine. Lügner. Weil du hast dieses Jahr 10 Jahre, ich auch. Und noch mehrere andere, by the way. Und weißt du Snicklink. Was? Snicklink, unter anderem auch. Vor 10 Jahren habe ich angefangen, im Prinzip die Ideen, die ich heute äußere, zu entwickeln. Und es gibt eine stringente Linie. Und ich habe vor 10 Jahren geredet und ich habe öfter bin ich vorgestoßen und musste wieder zurückgehen, weil ich gemerkt habe, so, die Leute es rafft sind noch doch, nicht so weit. Nein, inklusive, seien wir ehrlich, selbst ja, ja. Ne, wir haben uns immer noch besser kennengelernt. Am Anfang, man trifft so aufeinander und dann manche Sachen bist du vielleicht nicht einverstanden gewesen mit und so weiter, aber du hast gemerkt, nee, doch, er ist ein guter, so. Und so, jetzt sind wir sehr, sehr gute Freunde, best friends. Und jetzt raffst du mich und du vertraust mir. Aber weißt du, was das für ein Act war, 10 Jahre lang, das zu erarbeiten und auch zu merken, ich muss langsamer machen teilweise. Und ich schwöre dir, diese Sachen jetzt, von Hexenproblem bis ganz andere Sachen, wir hatten zwischendurch zum Beispiel auch vor der Clown-Krippe, gab es so viel Terrorismus in Europa. Und da wurde ja auch, sagen wir es mal so, Konservative vor 10 Jahren haben gewisse Themen nicht angesprochen. Mhm. Die Matrix ist natürlich durchgeknallter denn je. Double down, triple down heutzutage. Aber Konservative hätten zum Beispiel nie gesagt, Hexenproblem oder Islam ist ein Problem. Nee. Weil man, das gehörte sich nicht. Genau. Und wir haben es geschafft, und ich würde sagen, ich bin Teil davon, über 10 Jahre etwas klar zu machen, dass wir keine Hurensöhne sind, sondern dass wir cool sind und dass wir uns was dabei denken und dass wir es auch original gut meinen, dass wir positive und konstruktive Kritik machen und witzig sind und cool sind, dabei natürlich the culture, coolness als Waffe und dass das jetzt Teil davon ist, dass man jetzt so reden kann überhaupt. Ja, ja. Das Puddingteilchen eben. Und so weiter. Das vor 10 Jahren hätten die Leute gedacht, boah, ist genau, er ist einfach nur frauenfeindlich. Ja, ja, richtig. Ne? Ja, ja. Und das war ein Prozess und ich schwöre, ich habe es damals schon nicht böse gemeint, sondern ich hatte das, nur damals haben die Leute gedacht, ja, der spinnt, der übertreibt ja, und so. Es ne? ist, übertrieben ist es ja auch. Ja, kein, naja gut, wir wollen ja auch ein bisschen Spaß ist haben. Ist richtig, weil ne? Humor und Coolness steht halt immer noch aber an allererster Stelle. Was du meinst, ist halt, dass die Leute mitkommen. Das stimmt, den Gedanken hatte ich auch, was ich weiß nicht, ob du das gleiche meinst, aber vor 10 Jahren war man in den Äußerungen viel vorsichtiger als heute. 100%. Guck mal, wie wir heute, ich meine, für mich war der Dammbruch die Clown-Krippe, Alter, ja, diese Mega-Verarschung, ja. Dieser Mega-Scam, als mir das komplett klar war, und da gibt's ja kein Zurück mehr, ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, war vielleicht doch, hätte ich auch nicht gerne entschieden. Das war meiner Meinung nach Bullshit, Alter. Genau. Da habe ich auch gemerkt, jetzt ist es scheißegal. Es ist eine Scheidung gewesen. Es war eine Scheidung. Und jetzt sagst du es so, wie du es denkst, oder sogar noch krasser, aus Absicht, damit du auch die Spreu vom Weizen trennst und du guckst halt eben auch so Sachen wie Abraham von, einfach wie immer wieder einen neuen Filter setzt. Aber im Endeffekt ist man, was Free Speech betrifft, ja weiter als vor 10 Jahren hatte ich doch eine Schere im Kopf, genau. Da habe ich gewisse Sachen. Ich habe dir gedacht und gesagt, ja, so sagen kann man es aber nicht. Genau. Das ist der größte Fehler. Ganz so genau. Wie du es denkst, sag ganz es genau. auch. Weil warum denkst du, es ist ja in deinem Kopf. 100%. Und das ist eben der Punkt, wenn Und ich glaube, dass das damals viele Konservative auch schon gedacht haben, der average CDU-Dude damals. Nur das hat sich nicht gehört. Ja. Man war, der Westen war noch so intakt. Und in Deutschland, selbst vor 10 Jahren, es lief noch so gut. Ja, ja. Man konnte sich erlauben. Lass die. Ja, lass doch. Genau. Lass die. Ha, ich kann auch. Die doch, genau. Ich habe noch gesagt vor ein paar Jahren, ja, die Grünen sind noch harmlos. Die sind verklatscht. Und auch, es ist, und auch hier. Und, sinnlos, aber sie sind harmlos. Und jetzt stark, sehen wir ja, stark also. Und unabhängig. Und ja, und Liebe ist niemals falsch. Und genau. Ja, genau. Ne? Und klar, okay, aber lass sie. Ja. Lass doch. Wir machen doch trotzdem noch unser Ding. Und mittlerweile. Gut, wir waren ja abgelenkt bewusst von der Matrix, von anderen Sachen. Es klingt halt paradox, weil einerseits sagen wir es, man kann es sagen. Und trotzdem ist alles
zehnmal tyrannischer geworden. Aber das ist beides gleichzeitig, beziehungsweise es hängt miteinander zusammen. Mhm. Ne? Also durch diese irre Matrix, die immer mehr die Daumenschrauben anzieht und immer mehr lügt und so weiter und die Twilight Zone und die blauen Pillen und so weiter und so fort. Aber deswegen macht es, weil es so irre ist, für die, die rot gepillt sind oder die man erreicht, was soll man da, was soll man, es gibt nur noch die oder die. Ja, es ist eine komplette Scheidung gewesen. Und wenn du es gerafft hast, hast du es eh gerafft. Der Rest weint eh. Und es ist 100% so. Wenn du weinst, auch wegen uns, wenn du weinst, wenn du irgendwo nicht mitkommst und weinst, dann bist du ein Normie. Ja. Wenn du weinst, bist du ein Normie. Also habe ich auch noch einen Gedanken gehabt, der passt gerade ganz gut hierhin, nämlich die rote Pille, von der wir mal reden, ist ja auch ein Symbol. Mhm. Meiner Meinung nach ist das ein Placebo, das sagst du auch immer wieder. Du hast dich schon. Genau. Du weißt schon alles, hast schon alles. Nimmst du und denkst dann, also jetzt habe ich hier, nee, du hattest das schon. Es war in dir. Nur dadurch, dass du es nimmst, dass du die Hostie nimmst quasi. Ist nur ein symbolischer Akt. Es ist ein symbolischer Akt. Und dann macht's Klick. Das heißt, dass du kein NPC bist. Blaue Pille, weiß ich nicht. Blaue Pille ist, glaube ich, a real thing. Brainwash, gleichgeschaltet NPC, Chip-Update, das ist ein a thing. Dieses graue Gesicht, ja. Ja, also zum Thema. 10 Jahre, das war, ja, ich hatte ja einen Großteil haben wir gemeinsam beschritten. Ja, ja, Ehre. Und immer wieder auch gegenseitig ideentechnisch weiterentwickelt. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Also hochgepeitscht auch. Hochgepeitscht. Ich meine, du bist drug-free jetzt. Ja, du ja. Gehst ins Gym. Haben wir auch noch Content gleich, sicherlich. Also es ist, Wo warst du vor 10 Jahren? Also wir können jetzt nicht die kompletten 10 Jahre machen, aber du hast ja gerade schon gesagt, mit dem Kopf warst du noch so... Ja, man denkt es sich, sagt es aber nicht, aber wo? Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich bei dir im Podcast gesagt habe. Das war 16, ne? 16, stimmt. Ja. War vor 8 Jahren. Da habe ich anfangs noch zum Beispiel gesagt, da kamen wir auf den starken, unabhängigen Ghostbusters-Film mit irgendwelchen fetten, hässlichen. Das weiß ich gar nicht mehr, okay. Den habe ich natürlich, ich habe 5 Minuten angefangen. Ich habe den im Flugzeug irgendwo mal geguckt. Irgendwie mal nach USA geflogen und da lief da der. Da war ja schon, ja, so Milo und so, die haben in USA, da habe ich auch noch kaum amerikanische Medien konsumiert, da hast du mich ja komplett drauf gebracht. Ich wusste nicht, was ein Podcast ist. Mhm. Ich war das dritte Mal hier, wusste ich immer noch nicht, was ein Podcast ist, weil ich war ja auch bewusst dumm. Mhm. Und dann hast du mich ja drauf gebracht, dann habe ich mir halt ja angefangen reinzuziehen und dann habe ich es gerafft, weil mein Yes Ending zu dem Ghostbusters-Film war, ja, gucke ich mir mal an, wenn er gut ist, ist er gut, wenn er scheiße ist, er scheiße ist. Also mit oder Weiber oder ohne. Aber es war ja es war komplett ein ideologisches, für damalige Zeit auch die American Comedy, diese Obama-Comedy. Geil, dass du dich daran erinnerst. Alter, krass. Weil ich dir versucht habe, wahrscheinlich das als Vorlage zu geben. Ja, und ich habe es erstmal nicht gerafft, da ich aber generell auch gar keine neuen Sachen geguckt habe, gar keine neuen Filme. Ich habe gedacht, Ghostbusters 1, super, 2, super, 3 ist jetzt wahrscheinlich, ist in the name Ghostbusters, aber es ist so ein... absoluter Müll war, so ein antilustiger, krampfiger, ideologischer Bullshit, Alter. Mit der dicken schwarzen Junge und so. Hat der Milo, also die hatten mich, schneidet besser ganz raus direkt. Als der Milo gemeint hatte, diese Ghostbusters gab's doch schon mal. Und dann hat er die, Weißt du, was ich meine? Ich mag das, dass wir uns so ein bisschen zurückerinnern. Es gibt diese Filmation Ghostbusters Serie. Und dann meinte er, die gab es doch schon wieder. Ey, I disavow. Aber ist es nicht krass? Ja. Und das ist lustig. Ich habe heute zum Pullman-Style gesagt. Wenn es wehtut. Ich habe die Theorie, by the way, Christian Fisan hat mich draufgebracht, Shoutout, dass es... Also ich halte es für immer wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben. Und ich habe wirklich die Theorie, dass es, was weiß ich, es gibt nur 500 Menschen oder sowas auf der Welt. Und der Rest sind NPCs. Und diese Menschen hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Also verstehst du, ich habe in der Zeit... 500 meinst du, die Menschen? Diese 500. Mhm. Milo ist jetzt bei Kanye West. Ich habe mit Gavin geredet, Milo war bei Gavin. Keine Ahnung, ich kenne Josh kennt Kanye. So, ich habe halt die Nummern von Josh und Subi. Subi hat die Nummer von Elon. Verstehst du? Ja, ja. Also, es ist... Wir sind ja auch nur 2 Steps von Donald Trump entfernt. Wenn nicht sogar nur einen. Zu Dana White. Oder einen. Ja, ja, genau. Also, verstehst du? Das ist jetzt so ein Extrem.
Boah, ich hab Husten, Alter. Das nervt, Junge. Aber wenn es mich weniger nervt, rauchen. Muss es euch auch nerven. Ja gut, ist eh kostenlos. Ich habe mit 36 Folge. Aufgehört zu rauchen. Krass. Das war vor 10 Jahren. Geil. Krass. Hammer. Nee, warte mal. 36. Geburtstag. Ja, stimmt. Hast recht. War aber 36. Geburtstag. Vor 10 Jahren war ja dann irgendwann mein 37. Würdest du gern wieder anfangen? Boah, weißt du was? Ich hatte zwischendurch mal eine Kippe in der Hand. Weil ich gedacht habe, ach komm. Ja, weil alle mal rausgegangen sind rauchen. Und dann geht man so mit und dann so, ja gut, gib mir mal eine. Ich schwöre, es war Horror. Es war, nie, also hätte ich nie ja, zu Ende ja. rauchen können. Also sowas ich auch so, mega warum habe ich das jemals mega, gemacht? Ich finde den Geruch und alles mega räudig, aber den Look und plus vor allen Dingen, es gibt das ja stimmt. Diese, auf jeder Zigarettenpackung ist ja jetzt so ein Waren, also diese Warnhinweise sind ja auch, sie leben Orwell, scheiße, deswegen glaube ich halt original mittlerweile nicht mehr, dass es ungesund ist. Mhm. Ich glaube, es ist sehr gesund die zu rauchen. Die Tabakindustrie, es hieß ja immer, ja, die haben das so, die Wissenschaft sagt was ganz anderes. Ja, ich schwöre, jetzt, am Ende, genau. Die Tabakindustrie hatte recht. Rauchen ist es super ist gesund. Jeder, der raucht, weiter so. Weißt du nämlich, was auch schon gelogen war? Das Passivrauchen. Ja. Ey, krass. Secondhand Passivrauchen Smoke. War quasi Inzidenz. Vordenker. Das sind alles so Sachen. Ja. Man sieht es nicht, man hört es genau. nicht, man spürt es nicht, aber du hast es. Unsichtbarer bei Rauch. Adam Carolla, der meinte, in Kalifornien haben sie irgendwann versucht, Third-Hand-Smoke. Das ist, weißt du, was das ist? Also du warst mit jemandem im Raum, der geraucht hat. Nee, bei Corona. Jemand raucht in einem Raum, der Rauch zieht in die Gardinen. Derjenige geht raus, oder am anderen Tag kommst du rein und dann durch die Gardinen kommt dann der Rauch wieder auf dich. Und das ist alles, Alter. Es ist ja wirklich Vorbereitung auf Clown-Grippe gewesen. Ja, ja. Helme, Müll drin, Anschnallgurt. Wie kann man da jetzt drauf? Rauchen. Scheiße, Mann. Aber eigentlich hatte ich da noch Thoughts zu. Wir waren noch mit 36, 10 Jahre. Gut, man wird älter, ne? Vergiss mal schon mal was. Aber wir beide Alzheimer eigentlich, Messias? Hast du schon mal auf Alzheimer testen lassen? Ich glaube ja, dich gibt's gar nicht. Wie gesagt, so. Es gibt nur 500 Leute. 500? Kann ich genau. nicht einer davon sein zumindest? Ja. Okay. Also das wäre mein bevorzugtes Szenario. Okay. Dass es nicht einfach nur 500 Leute in meinem Kopf gibt. Okay, gut. Sondern dass es 500 Leute in echt gibt und das war's halt. Aber wie gesagt, ich finde, die Hinweise verdichten sich darauf, dass alles, also jeder kennt irgendwie jeden. Ja. Naja, über ein paar Ecken kennt also, man jeden. Genau, alles, was so relevant ist. Gibt es eigentlich noch das Phänomen, dass Leute bei Stars ausflippen, wenn die die sehen? Wow, ich meine, gut. Ja, geil. Ich meine, das erlebe ich ja jede Woche. Ja. Weil ich auch so eine Art Star bin. Aber dass man so, ich meine, dass so Massen ausflippen oder so, weil... So Beatles-mäßig oder ja, Elvis-mäßig. Das ist over, ne? Das ist eigentlich over. Ich glaube, bei Taylor Swift gibt's das. Oh, krass. Also bei solchen, es gibt ja ganz wenige Superstars nur noch, ja. Weil es so viele durch sind Influencer so viele und einfach, so weiter, ne? Es ist so viel nonstop. Es gibt ja diese Gatekeeper nicht mehr. Ja. Ne? Ja, ja. Und die dann einen Star machen. Also es und gibt so wannabe Gatekeeper wie ein Rotfunk, aber ja, aber sind im Sinne definitiv von, keine Stars. Früher war es ja so, es gab nur so und so viele Medienplattformen und es war so, jeder kannte dann die Personen da drauf. Ob du es gefeiert hast oder nicht, jeder kannte das. Genau. Du hast auch Stefan Raab geguckt. Ey, geil, weißt, dass du Stefan meine? Raab sagst. Ja. Weißt du, was der vorhat? Ja, ich weiß, Comeback. Ja, aber weißt du, was der alles machen will? Der will einen eigenen TV-Sender machen. Aber ist es... Ja, aber really? Ich raff's auch nicht. Fernsehen, Junge. Der wohnt in Hahnwald, der hat einen Helikopterlandeplatz auf seinem Grundstück. Also warum, Fernsehen warum macht over. Der will noch irgendwas machen? Ja gut, wie ich es verstanden habe, der will einen TV-Streaming-Sender machen, der für Handy, den du nur auf dem Handy gucken kannst. Fair, aber da sind wir doch auch wieder beim Thema, es ist so eine Fragmentierung von Content und Plattformen und Möglichkeiten. Warum dann und noch mal? Ob das nochmal diese Rolle spielen wird, bisschen die late, das mal ne? gespielt hat, ne? Das ist halt, also er wird eine Rolle spielen, naja. Da bin ich mir sicher. Der macht Promi-Boxen nochmal gegen diese Halmich. Nochmal? Jetzt noch, der dritte Kampf. Und das ist das erste. Diesmal boxt er die um. Ja gut, er ist ja auch, weiß ich nicht wer. Aber das wäre dann das erste, was in diesem neuen Sender da laufen soll. Ich muss natürlich sagen, du hast recht, aber der ist cool, weil der ist safe-based. Er ist safe. Ich immer noch mit dieser, sage ich jetzt nicht, wie du den bezeichnet hast, Elton rum. Diese, genau, also gut. Ja. Jedem ich sehe hier immer den Blaserhase rumlaufen. Kenn ich nicht. Das war auch so von dem einer. Oje, oje.
Und der ist aber jetzt beim Böhmermann. Oh Gott. Und auch immer viel Fuck AfD und so weiter. Mutig. Ja. Jedenfalls mutig hier vor mir rumzulaufen, Blasehase. Erstens mal, der ist based, plus kennst du noch den Sprecher, der immer diese doofe Stimme gemacht hat? Wie heißt der? Ist ja ultra based, Alter. War der nicht vorher auch bei Harald Schmidt mal oder so? Ja. Genau, ich weiß nicht, wie der, also der ist auch bei Twitter und sowas. Aber der Punkt ist, die werden ja jetzt auch angegriffen. Ja, ja, natürlich. Geht eigentlich, also ist homophob und so weiter, hieß es. Der Punkt ist... Und rassistisch. Ich frage ja immer so, was ist das Endgame? Wie viele Gulags wollen die bauen, wie viele Leute wollen sie in den Knast stecken? Weil das Phänomen, wir reden jetzt offener als vor 10 Jahren. Ja, ja. Nennen die Sachen beim Namen, nehmen kein Blatt mehr vom Mund, Alter. Unverhohlen sind wir die Leute am Verhöhnen und am Beleidigen. Also ich habe alle Hemmungen verloren. Alle Hemmungen verloren. Ja. Und so geht es meiner Meinung nach immer mehr Leute. Es gibt natürlich immer die, ja, darf man heute nicht mehr sagen. Da frage ich ja, warum? Wer sagt das? Also du darfst es vielleicht justiziabelmäßig nicht mehr, weil wir Clownwelt haben. Ich weigere mich, ich kann das nicht leiden, wenn Leute sagen, es gäbe keine Cancel Culture. Das ist natürlich, ja. Also das wäre ja ein rechtes Narrativ und so. Ja, richtig. Das gibt's ja gar nicht. Genau. Du darfst doch alles sagen. Ja, ja. Darfst du doch. Du kannst, du darfst aber nicht. Ja. Musst du nur mit den Konsequenzen rechnen. Ich war ja eben in der Werkstatt. Diese ganze Story muss ich eigentlich auch gerade noch erzählen. Ich meine, es ist eine kostenlose Folge so. Deswegen müssen wir ja kein Thema zu Ende bringen. Wenn du beim Bäcker warst und in der Schlange gestanden hast ungefähr. Aber ich meine, war ja jetzt ein Rattenschwanz. Du hast ja so halb mitverfolgt. Dass ich erstmal einen Steinschlag hatte vor ein paar Wochen. Jo. Den selber bezahlen musste. Sprich, dann so lose-less-mäßig eine günstige Werkstatt rausgesucht habe. Zum Glück auch gefunden habe. Ist schon falsch. War es am Ende dann wirklich günstig? Let's find out. Jedenfalls eine gefunden, die das macht. Wirklich für einen guten Kurs. Also knapp die Hälfte bezahlt. Und dann habe ich es abgeholt, das Auto. Und dann ist nicht mehr angesprungen. Das gibt's doch nicht. Da kam der Typ direkt raus, meinte, oh, Batterie ist vielleicht leer. Ja, vielleicht haben wir beim Wechsel das Licht angelassen. Ich habe schon gesagt, jo, ist klar. 3 Wochen vorher war das Auto bei der Inspektion gewesen. In meiner Lieblingswerkstatt, bei unseren Rotenkirchen. Die ist Weltklasse. Komme ich nämlich gleich drauf, weil der Boss da todesbased ist, Alter. Und der hat mir mal ein paar Sachen erklärt, wie zum Beispiel, Diesel ist gut für die Luft. Also, Hammer, ey, Podcast, Mann, ja, der Typ. Ich komme aber gleich erst zu dem, weil Big im Endeffekt bin ich wieder bei dem gelandet. Ich meine, die machen keine Scheiben, das hätte ich natürlich gleich da gemacht. Jedenfalls in Wesseling gewesen, sowieso, die waren auch korrekt, aber meinten dann, ah, okay, lad die Batterie auf. Am nächsten Tag hatte ich Videodreh, das war am Samstag. Komme ich auch gleich noch zu, weil das war ganz gut. Das Ergebnis kann ich auch gleich zeigen. Also, dann kommt die Folge raus, morgen direkt wahrscheinlich. Jetzt gleich, heute Abend. Neuer Song, Sole Mio, der Sommerhit und etliche Reels. Im Hintergrund. Etliche Reels. Matthias singt mit, im Video ist der Abo Franco dabei, der Brisemut, der Gianni, Kevin hat sein großes Comeback. Kevin als Tänzer, Alter. Aber gut, zurück in die Werkstatt. Also, ich stehe da am Strand bei uns in Rodenkirchen am Samstag. An dem einen Tag, wo gutes Wetter war, habe ich natürlich Video gedreht. Auch Beweis für Simulation. Ja. Auto springt nicht mehr an. Also ich bin 5 Meter gefahren, zack, wieder Batterie leer. Okay, ja gut, Pech gehabt. Gianni dann überbrückt. Das ist natürlich auch Panne. Dass Gianni und ich dann bei YouTube gucken müssen. Also ich meine, du wirst es jetzt auch nicht, aber... Das darfst du, das schneide ich raus. Ganz ehrlich. Das schneide ich raus. Ihr müsst wissen, wie man überbrückt mit einer Autobatterie. Ey, das muss man blind können. Kannst du Reifen wechseln und so? Ja, das kann ich. Habe ich schon oft genug gemacht. Also ich habe es auch oft gemacht, aber ist auch lange her, weil das würde ich hinkriegen, meiner Meinung nach. Keine Frau darf jemals erfahren, dass ihr das nicht könnt. Es gibt so 3 Sachen beim Auto, wo man wissen muss. Eigentlich muss man auch einen Ölwechsel selber machen können. Das Problem ist, die sind heutzutage so verbaut, die Autos, die lassen das nicht mehr zu, dass du es selber machst. Wahrscheinlich gibt es sogar irgendein grünes Clownsgesetz, dass man es nicht mehr darf. Ja, wegen 100%. Klima. Ja, ja. Also irgendwie Entsorgung oder so. Kommt auch Öl ins Grundwasser und so weiter. Wo schmeißt du alte Batterien hin? Also schneidet raus. Aber also ich trenne... Also mein Widerstand ist, ich trenne, habe noch nie irgendeinen Müll getrennt. Meiner Meinung nach, ich sag's hier nochmal on mic in der öffentlichen Folge, meiner Meinung nach war das Mülltrennen, diese ganze Klima-Psy-Op, Club of Rome und so weiter, Mülltrennen war ein Bestandteil dafür, dass man sagen konnte, wir können alles mit euch machen. Teil der Masken-Psy-Op. Wenn irgendwas, wir sagen denen jetzt was, und ihr macht das, Und ob ihr das macht. Mhm. Guck mal, watch, guck gelbe dir die an. Weißt du, wie das anfängt? Gelbe Säcke, Junge. Gelbe Säcke. Und weißt du, wer die verteilt hat? Die Stadt. Also staatlich, wirklich, das war dann so. Kostenlos. Und ich schwöre, dadurch war klar, du bist ja dann programmiert, wenn du so 20, 30 Jahre aufwächst, du bist ja bereit, alles zu tun, was sie dir sagen. Ja. Und ich bin stolz darauf,
noch nie eine Batterie oder seit meiner Kindheit, seit meine Mutter mich dazu gezwungen hat, Altglas wegzubringen. Weißt du, was ich da manchmal gemacht habe? Bin ich an irgendein Gebüsch gegangen, hab die Flaschen da reingeschmissen. Ins Gebüsch einfach. Mutter, jetzt erfährst du's. Also mein Vater hat mir erzählt, man darf keine Glassachen in den Wald werfen, weil wenn dann die Sonne in den Wald scheint und dann kommt ein Sonnenstrahl auf das Glas, ja, ja. Das, so entstehen die Waldbrände. Ja, ich dachte wegen der Hitze. Ich dachte, durch die Hitze fängt einfach der Wald an zu brennen. Fängt auch einfach so manchmal an, ja, klar. Genau. Erkennst du Leute, die dann noch die Farben von den Gläsern trennen? Und da muss das Braune rein und da das Grüne? Ja, moin. Also Batterien und Glas, alles in den normalen Müll rein. Kein Problem. Natürlich aber weißt du was? Es kommen hier demnächst die Leute, die gucken in die Mülltonnen nach. Rein. 100%. Genau. Der Witz ist, da brauchen die noch nicht mal Puddingteilchen für einstellen. Da machen die, werden die Leute freiwillig machen, die NPCs. Für die gute Sache. Für die Demokratie, ja. Für Deutschland. Mhm. Machen die es. Alles für Deutschland. Auch bitte rausschneiden, weil. Ist auch wenn der Kontext, ich habe es gegoogelt, wenn der Kontext gut ist, ja, okay. Also Spiegel wie darf, zum Beispiel, ne? Merkel hat immer alles für Deutschland getan, was gut ist, dann darf man es sagen. Dann darf man es sagen. Schöne Grüße aber Björn Höcke vom nicht. Kevin an Björn Höcke nicht. Ja. Also wieder Werkstatt, genau, Batterie leer. Was macht man? Gianni hat überbrückt. Ihr müsst wissen, wie man überbrückt. Also erst bei der leeren Batterie an den roten Pol, dann bei der vollen Batterie zwei, an den roten Pol. Dann Gianni weiß noch mehr als du, oder? Nee, der hat auch. Nee? Ich wusste gar, also erstmal, ich habe das schon mal irgendwann ein paar Mal gemacht, das ist aber sehr lange her, genau wie mit Reifen wechseln, aber da wusste ich es gar nicht mehr. Und dann war der Paul dabei. Paul kennst du ja auch. Das ist ein richtiger Boy. 100%. Der kann nämlich alles. Richard hat Muskeln. Der Witz ist, hast du ja auch, der aber. Hat kein, doch, ein Führerschein hat, der hat kein Auto. Und der hat auch noch nie okay, überprüft. Okay, fair. Aber der keinen Führerschein aber geht er gar nicht. Obwohl der, genau, der hat einen Führerschein, kein Auto, aber der wusste ohne Auto, wie es geht. Ich sage dir warum. Weil der einen guten Vater hatte, wahrscheinlich. Ja. Nichts gegen alle anderen Väter hier, die hier anwesend sind. Mein Vater hat mir auch gezeigt, wie man überbrückt. Hat er? Ja, also ich meine, er ist Auto hatte, klar. Ah, okay. Immerhin. Meiner mir nicht. Rest in pieces. Aber der Paul, Der sehr weiß gut. Bescheid. Ja. Und kommt bestimmt vom Dorf. Der kann Sachen bauen, basteln und so. Der ist ein OG. Ach, der ist OG. OG. Und den kennt jeder. Ich war ja dann, wir waren ja dann noch am Strand, am Tennisplatz. Und überall rufen die, ey Paul, andauernd. Jeder kennt den in Rotenkirchen. Der Typ ist so ein Ehrenboy. Auch geil, dass der jetzt endlich mal prominent im Video auftritt. Also von dem wird man noch generell mehr sehen und hören. Er hat auch mitgesungen beim neuen Song Sole Mio. Der kriegt aber, der Podcast war. Ja, ja. Paul, der Massimo. Ja. Angelo, Armando. Aber in Video durften Massimo und ich nicht rein, nee. Sondern musste Kevin. Ich glaube, Kevin ist auch besser, wenn ich dann nicht dabei bin, ne? Sonst macht ja, das ja. Nicht so. Ja, ja, der das ist auch ein bisschen deswegen, ne? Der war auch, genau. War was hat er denn? Ja, muss ich ihn fragen. Er soll es schicken. Ja, trefft euch ja. Ich schwöre. Am 20.04. auf Konzert. Ach so. Das ist auch wieder dabei. Da hat Blümchen Geburtstag. Kevin ist weg von allem, ich weiß. Kevin ist weg von allem jetzt. Ja, okay. Alles gut. Gute. Alles gut. Also Werkstatt, wie gesagt, Batterie leer, überbrückt, alles klar, läuft wieder. Habe ich gedacht, okay, irgendwas ist ja mit der Batterie. Fahre ich mal zur Werkstatt nochmal hin. Bin ich montags dann dahin, zum Glück, da ist er nochmal angesprungen. Fahr dahin und die sagen, nee, das kann nichts mit dem Scheibenwechsel zu tun haben. Also kann nicht sein. Wir prüfen mal, ob die Dinger richtig angeschlossen sind, weil ich dachte, okay, die Scheibe zieht die ganze Zeit Strom, das ist eine beheizte Scheibe. Und ich dachte, prüf doch erstmal die Batterie. So schlau war ich dann. Den Handwerker dann noch, die Sprüche noch einen Tipp gegeben. Und dann recht gehabt. Und was haben die gemacht? Batterie geprüft? Ja, Batterie ist kaputt. Da sag ich, Warum? Die war aber vorher nicht kaputt. Ja. Das kann aber nichts zu tun haben mit dem Scheibenwechsel, sagen die. Ich so, Dann überlegt, okay, Auto 7 Jahre alt jetzt, 100.000 gelaufen. Batterien halten nicht so lange, die gehen in den Arsch irgendwann. Und das ist die, wenn das die erste Batterie ist, ist es plausibel, immer noch komisch, okay, die hat sich da einmal entladen. Okay. Aber 2 Wochen vorher Inspektion, alles war in Ordnung. War ich halt bei meiner Stammwerkstatt, als ich die gesagt habe. Inspektion so, ist doch auch. Ist, ja, ja. Ist doch auch alles gelogen, oder? Das ist halt für den Wiederverkaufswert vom Auto. Ja, und du musst es halt machen. Man muss nicht, ne. Ach so, ich dachte, man müsste so alle TÜV, so und so. TÜV musst du machen, TÜV ist ein Witz. Ja, TÜV ist klar. TÜV musst du machen, ja. Aber TÜV ich dachte, Inspektion muss auch. Inspektion musst du nicht machen. Okay. Inspektion ist Luxus für Werterhalt und so, bla. Also ist auch okay, ist jetzt auch nicht die Welt. Gehört dazu, wenn man ein Auto hat, meiner Meinung nach. Mir sagt dann irgendwie die VW-App Bescheid ja, und so. Ja, ist ja okay. Also das finde ich auch nicht mal so schlimm. Immer besser als irgendwie liegen bleiben. Wie gesagt, Batterie kannst nichts machen. War ich dann heute da, der hat das eingeschoben zwischendrin, super korrekt, die Werkstatt. Und der meinte, Moment mal, wir haben die 2 Wochen vorher getestet.
Also ist natürlich schon plausibel und die hat sowieso schon sehr lange gehalten, ist auch normal, dass man die tauschen muss. Man kann es denen nicht beweisen, aber safe haben die irgendwas zu lange laufen lassen, damit die Batterie in den Arsch gemacht. Gut. Ist wie es ist. Ich sagte, das ist nicht die Weltautobatterie, kann ich mir gerade noch leisten, pisse ich. Aber es nervt. Dann ging es nämlich los. Dann habe ich nämlich gesagt, der hat dann nämlich einen Tipp gegeben und das ist wieder, hier lernen wir wieder alle was fürs Leben. Hat dein Auto Start-Stopp-Automatik? Kennst du diesen Scheiß-Scam, Alter? Einfach, da war ich so froh, das war so. Wenn der immer an der Ampel ausgeht. Ja. Hat der. Was soll das eigentlich? Das ist auch fürs Klima. Das ist Müll trennen und anschnallen, Messias. Und der hat gesagt, tut mir einen Gefallen, schaltet beim Einsteigen immer sofort Start-Stopp-Automatik aus. Das macht die Batterie kaputt. Das macht die Zündung kaputt. Ob das so intuitiv und es spart keinen Millimeter Sprit. Weißt oder du was? CO2. Ich wette, komplette Verarschung. Wenn du Licht an- und ausmachst, verbraucht das ja auch beim An- und Ausmachen mehr Strom, als wenn du es durchbrennen lässt. Natürlich. Als wenn du quasi die ganze Zeit an- und ausmachst. Anlassen immer. Ja. Der Motor läuft. Du steigst ein und fährst los. Und dann läuft der Motor. Und ob der läuft. Und zwar bis du aussteigst. Und diese scheiß Startstopper. Da habe ich gesagt, ey, ist das ein Witz. Man kann die ja nicht. Also man muss die jedes Mal, wenn man einsteckt, nochmal neu ausschalten. Das ist der, alles Clown-Scheiße. Dann, ging es richtig los. Dann hat er gemerkt, okay, wir sind unter demselben uns. Schiff. Okay, genau. Verstehe. Und dann hat der ist sowieso schon, ich fand den immer schon mega korrekt. Dann hat der losgelegt, Junge. Sweet Baby Jesus. Ja, also Start-Stopp-Automatik, das Erste, was du ins Auto, wenn du einsteigst, er hat gemeint, instinktiv, wenn er in ein neues Auto einsteigt, der guckt sofort, wo es Start-Stopp-Automatik ausschalten. Also ab sofort ist das aus. Wenn du an der Ampel stehst, läuft der Motor. Mhm. Haben das alle verstanden? Ab sofort. So. Dann hat er nämlich angefangen. Es geht ja auch ums Brett. Selbst wenn nicht, macht es trotzdem. Selbst wenn das nicht so wäre, ja, wäre es trotzdem Widerstand. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber es kommt halt noch dazu, dass es wirklich ein reiner Scam ist. Der hat gemeint, damit rechnen die sich irgendwas schön. Klar, die Autofirmen hätten sich sowas nie ausgedacht. Der Druck kam immer von Politik. Und dann ging es los, Junge. Habe ich gesagt, ja, die, also eine Autofirma, die einfach das beste Produkt machen würde, wenn wir Kapitalismus hätten, dann würde es ja so einen Scheiß nicht geben. Ja. Dann ging es richtig los. Über Elektroautos und Diesel und das, so. Ich glaube, das kippen die. Ja, hat er auch gesagt. Das ist not gonna happen. Der Priesemuth meinte am Samstag, der arbeitet ja als Steuerberater, und er meinte, die sehen das auch daran, dass diese Leasingverträge für Elektroautos, das ist alles nur für 1, 2, 3 Jahre gemacht. Instant Gratification, schnell hochgejazzt, vor allen Dingen, Verkauf es wird immer so. Weniger. Es wird immer weniger. Das läuft gar nicht. Kann nicht. Kann ja also nicht. Es ist ja, wir wussten, ja, es ist ja ein no Rückschritt. Es ist ja ein einziger Rückschritt. Das ist ja so ein Bullshit. Jede linke Idee. Keine wird linke Idee funktioniert. Nichts wird funktionieren. Und jede von denen ist reines Chick-Think-Kinder-Wunschdenken. Es könnte aber. Es könnte aber schön sein. In genau. ihrem, in ihrer wenn, und Twilight wenn alle Zone. Jetzt von heute auf morgen mitmachen jede, würden. Alle. Ich schwöre, jede. Das ist, genau. Naja, jedenfalls, der war natürlich auch kein Fan von Elektroautos. Und hat dann nochmal gesagt, das Beste für Umwelt ist ein Diesel. Und er hat gesagt, die Diesel, die jetzt bauen, leider wurde davon hört man nichts, weil natürlich jetzt nur Elektro und bla 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 und die komplette Politik und Medienbranche ist ideologisiert. So hat er das wortwörtlich gesagt, deswegen ich sag so, der ist komplett an Bord. Der meinte, ja, und wenn man einfach so ganz normale Sachen und Fakten nennt, gilt man ja als recht. Da sag ich ja moin. Weißt du, wo ist das auch schlimm, so ist? Ist nicht schlimm, habe ich gesagt. Genau dasselbe ist mit Atomkraft. Atomkraft, ja, genau. Hätte man. Die ist so clean gewesen jetzt am Ende. Ja, nicht nur das. Es gibt mittlerweile Forschungen, also hätte man 30, 40 Jahre weiter an den Reaktoren geforscht, das wären ganz andere Dinger jetzt mittlerweile. Es gibt ja mittlerweile schon ganz andere Dinger mit Endlagerung, was weiß ich, dies, ja, das. Die Effizienz ist so selbst krass. Selbst die von brutal. Damals sind ja schon besser. Ja, ja. Aber, und eigentlich clean und ja, sicher. Ja. Aber das könnte auf einem komplett anderen Level sein, ähnlich wie bei dem Diesel. Es ist kein Zufall, dass das mit den Elektroautos und den Atomkraftwerken jetzt alles passiert, weil die wussten, die Entwicklung auf den Gebieten überholt den Rest. Und dann haben die ja keine Handhabe mehr für nichts, für ihre ganzen Clowns-Willkür-Maßnahmen und so weiter. Und er hat gesagt, der Diesel, was aus einem neuen Diesel, aus der letzten 2, 3 Jahre gebaut wurde, Euro 6 und so, was da hinten rauskommt, ist besser als die actual Luft draußen. Cleaner und sauberer. Also du kannst besser beim Diesel am Auspuff schnuppern, als einfach so im Wald die Luft einatmen. Vor allen Dingen Öl ist ja wirklich nicht. Du kannst ja wirklich da jedes Pommesöl für nehmen, theoretisch. Ja, ja. Und Rapsöl. Ja, ne? Rapsöl. Ja, gut, das ist natürlich auch der letzte Müll so. Gut, aber, okay. Aber ja, ne? Theoretisch ja.
Also man wäre auch nicht, keine Ahnung, genau, ob man die Energiegewinnung irgendwie, müsste man das Erdöl nehmen. Das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ob das dann reicht, 3 Rapsfelder zu haben oder sowas. Aber Rapsfelder sind ja krass, aber ich meine, ob man da noch was anderes, irgendwie eine andere Lösung finden könnte. Weil das wäre ja auch erneuerbar im Prinzip. Also davon abgesehen, dass Erdöl sowieso noch mehr als genug da ist für hunderte von Jahren. Davon mal abgesehen, aber man will ja nicht die Abhängigkeit und so weiter. Und es gibt ja auch noch eine Wasserstofftechnologie, die unterwegs ist. Ja. Und egal. Auf jeden Fall Elektroautos und Windenergie und Solarenergie und Wärmepumpen ist nicht die Lösung für gar nichts. Ich schwöre. Ja. Also nichts gegen Elon, ne? Und auch Chris P. hat auch einen Tesla und so weiter. Bereut's halt auch, aber. Bereut's, ja. Aber im Prinzip, und Elon, don't hate the player, hate the game. Er hat's halt gemacht, so, ne? Ja. Aber seien wir ehrlich, vorauseilend sich ein E-Auto holen, ist für mich wie vorauseilend die Spritze sich holen. Mhm. So, ja, damit, dann kann ich wenigstens auch reisen, so, weißt du? So, in der Antizipation auf die Tyrannei, bevor es nötig ist, bevor irgendwas passiert ist, schon freiwillig die Kack-Variante, die Kacke-Doodle-Doo-Version wählen. Spritze und E-Auto, so lebt sich, also, weißt du, bin ich schön gut. Der Social Credit Score stimmt dann wieder so, weißt du? Ey, pure alles, disgust. Ihr solltet alles, also ich finde, das Mindeste ist, dass man sich im legalen Rahmen so viel wie möglich aufbäumt und die Grenzen komplett austestet und wirklich, wirklich das, was erlaubt ist, wenn es noch nicht, also alles andere müsst ihr mit euch selbst ausmachen, ne? Aber was legal ist, könnt ihr machen. Und wenn ihr legal noch nicht vorauseilend gehorchen müsst, warum dann schon vorauseilend einknicken? Ich finde, das ist mit eines der größten Probleme ist, dieses Vorauseilende. Bevor eigentlich schon irgendein Gesetz besteht oder irgendwas, schon mal sich ergeben. Und das ist das Mindeste, was ich von den Leuten verlange. Auch der in der Werkstatt, gut, der hat auch gemeint, der nimmt kein Blatt vom Mund, habe ich gesagt, gut, viele sagen ja auch, ja, das darf man nicht sagen. Wenn einer den Spruch bringt, darf man so nicht sagen. Dann sag ich, dann musst du es erst recht sagen. Wenn du das denkst, wenn du hast ja im Kopf, genau so muss es auch raus. Und wenn du dann auf Widerstand stößt, ja, dann musst du das aushalten. Vor allen Dingen, was denn? Was denn? Ja. Ja, komm doch. Ja. Schieß doch, Bulle. Ja, habe ich gesagt. Hat er jetzt nicht gesagt. Doch. Der Punkt ist natürlich mit dem, also sagen wir mal, mit der Tyrannei, alles, was du online machst, auch was wir jetzt hier machen, natürlich ist ja auch online, da bist du natürlich schneller im Fadenkreuz, als wenn du face-to-face auf der Straße Sachen sprichst. Okay. Aber Leute, die sich sogar noch nicht mal trauen, auf der Straße eye-to-eye Sachen anzusprechen. Genau, und deswegen sage ich ja, das ist das Mindeste, was ich von den Leuten da draußen verlange. Ich selbst gehe einen Schritt weiter, ich stehe da mit meinem Gesicht und ich habe das als meinen persönlichen Dschihad, als meinen persönlichen Heiligen Krieg, als meine Mission, als meine Purpose, speak the truth. Und ich mach's halt inklusive Verhöhnung und Coolness als Waffe. Und ich werde dann die Konsequenzen irgendwann tragen, wenn KI irgendwann meine letzten 10 Jahre Chats durchgeht, so oder Folgen. Ja. Yo, okay. Aber das Mindeste ist, das, was ich eben gesagt habe, dass ihr im legalen Rahmen euch aufbäumt, die Grenzen austestet und ungehorsam in Anführungszeichen seid, wo es nur geht. Wo es nur geht, auf jeden Fall. Also, 100%. Ne? Ihr müsst nicht die Fähnchen raushängen, die wollen von euch. Ja, Fähnchen habe ich auch, da haben wir am Wochenende drüber gelabert, auch mit meinem Video-Dude, schöne Grüße. Was ist das für ein Ding, wenn in einem Land, okay, aber gut, wir haben es ja schon öfter gemacht, wenn du mehr Regenbogenflaggen draußen hängen hast, weil wir waren ja jetzt gerade in Holland. Jo. Und es hängen mehr Regenbogenflaggen als die Nationalflagge von dem jeweiligen Land. Ist unabhängig, ob es Deutschland ist oder so. Ich meine, bei uns ist es over. Mhm. So over. Aber jedes Land, was mehr Clownsflaggen draußen hängen hat, als die eigene Flagge, wird es nicht machen. Game over. Ja, also hoffentlich. Shit. Ja. Weil es gibt, also das ist eben auch was ich mir die Tage überlegt habe. Natur. Wie stark Gottes Schöpfung im Prinzip ist. Dass du sie, die Menschen versuchen es, sie stellen sich auf den Kopf und wackeln mit den Ohren. Sie kriegen die Natur nicht überlistet und wenn sie es versuchen, wird es schrecklich. Ja. Es wird nie gut enden. Ja.
Es wird immer, immer richtig bitter. So, und das, was du gerade gesagt hast, gehört auch dazu. Gehört dazu, genau. Und die Natur guckt es sich nur an. Die guckt. Sie guckt, Gott guckt zu, Gott schüttelt den Kopf. Er denkt, dann baut euren Turm zu Babel so. Das haben schon andere vorher gemacht. Die Generation, all das. Wir haben das. Ey, es und ist, ihr denkt, ihr werdet was anderes jetzt. Genau. Ihr denkt, ihr werdet irgendwie, ihr hättet es jetzt irgendwie gerafft. Wir sind aber schlau. Ey, exakt so. Ich schwöre, es steht ja original alles schon in der Bibel. Original. Ja. Mit falschen Propheten, mit allem Pipapo. Ja. So, und worauf ich hinaus will ist, ich habe ja mal, ich habe ja auch so Clownwissenschaften studiert, ne? Das Wissenschaftlichste daran war, dass ich ja Medienpsychologe bin im Prinzip und tatsächlich an der HUMFAK, also Humanwissenschaftlichen Fakultät, Statistik hatte ich, dass es immerhin Zahlen gibt es so, ne? Das ist nicht, das ist nur bedingt Clownscheiße und Psychologie in dem Sinne, also nicht Therapie oder so, das ist Clownscheiße, aber Psychologie ist halt Empirie im Endeffekt, ne? Und dann hast du halt Sozialpsychologie und dieses ganze Grundstudium. Worauf ich hinaus will ist, da wurde alles, da ist, ich schwöre dir, geht mal durch, googelt mal klassische Experimente der Sozialpsychologie. Egal ob Konformität, egal ob In-Group, Out-Group, egal ob auch Belief, Perseverance, das Ganze, wie man Meinungen bildet, Meinungsführerprinzip, all diese Sachen, ich schwöre, die Menschen sind ja, also viele Menschen sind ja klug. Die haben schon geforscht und sich empirisch das angeguckt, will sagen, die haben viele, viele Menschen beobachtet. Die haben jetzt nicht einfach nur Anecdotal Evidence gemacht. Statistik ist ja das Gegenteil von Anecdotal Evidence. Ja. Das ist ja das, das hassen ja die Normies, Statistik, weil es sind Verallgemeinerungen. Ja, ja. Kam ich gerade die Crime-Statistik raus für Deutschland? Oder machen wir gleich. Ja, können wir gleich machen. Psychologie, was ist das? Das ist das Erste, was du lernst. Es ist menschliches Verhalten. Erstens beschreiben, deskriptiv erklären, ne? Und dann vorher aufgrund dieser Beschreibung und Erklärung, okay, wenn das so und so viele gemacht haben, wahrscheinlich vorhersagen. Genau. Eine Wahrscheinlichkeit. Ja. Das heißt nie 100%, aber man kann irgendwo menschliches Verhalten vorhersagen. Und das haben die gemacht mit ganz, ganz vielen Sachen. Das heißt, und mittlerweile ist so viel erforscht, dass sie nur noch Clown-Scheiße im Prinzip erforschen. Aber was Konformität angeht, was dieses ganze Mitläufertum, es gibt sogar Experimente, die dürftest du heute gar nicht mehr machen. Stanford Prison und so weiter und so fort, ne? Ash-Experimente und so weiter. Dann aber auch wie Meinungen sich bilden und wie Emotionen da reinspielen. Wie zum Beispiel, es gar nicht oft um Inhalte geht und so weiter. Und all das spielt ja mit zusammen. Oder auch wie zum Beispiel, Menschen es schwerfällt, eigene Fehler zu erkennen. Ja. Fundamentale Attributionsfehler. Wie Menschen immer ihr selbst schützen wollen. Wie sie lieber andere runtermachen, fuck your feelings, ja, wie sie das sagen. Nicht beherrschen und so weiter. Es ist menschlich. Ja. Und die Erfolgreichsten, das wird da alles besprochen, die Erfolglosesten suchen den Fehler immer bei anderen, die Erfolgreichsten bei sich selbst. Das kriegst du, wirklich Big Mike, das kriegst du in Übungen in Psychologie erklärt. So, und worauf will ich hinaus? Sie wissen das alles. Mhm. Und ich rede davon, dass wir nicht nur als Kinder schon des Kaisers neue Kleider, die Welle und so weiter. Das sind ja quasi die Märchen dazu. Aber es ist auch erforscht. Und diese Leute, es kommt eine Clown-Grippe, es kommt dieses Ganze, diese Nazi-Psychose, es kommt Trans, das ist ja des Kaisers neue Kleider. Und weißt du was? Die Wissenschaft sagt nichts, weil sie müssten es wissen. Ich schwöre dir, in dieser Zeit, wäre ich jetzt an der Uni gewesen, würde ich sagen, aber merkt ihr nicht, ich habe es ja damals auch schon gemacht. Du bist ja da schon angeregt, heute würdest du rausfliegen. Safe. Das Krasse ist, diese Leute, die forschen an der psychologischen Institution, also klinische Psychologie, Uni Köln, sehen wir es nicht. Was du gerade sagst, so dieses Statistikding und sowas, das ist ja schon fertig quasi. Also sprich, da kommen die wahrscheinlich nicht mehr auf alles, du siehst Sachen, die Muster. Damit die aber weitermachen können, weiter forschen können, weiter Geld verbrennen können, ist ja im Endeffekt. Ja, ja. Und die Leute beschäftigt sind. Ja. Geld verbrennen, Leute beschäftigen, umverteilen, das ist es doch nur noch. Dann sagen die immer noch, ja, der Einfluss von dies und das noch auf den Zustand. Deswegen sind die ja jetzt in dem Zustand, weil da nichts Neues mehr kommt. Aber die Sachen, die schon erforscht sind. Ja. Man könnte quasi,
Okay, sie sehen es auf dem Papier, das wollen dann jetzt passiert eine Clown-Grippe. Die Forschung, die die jetzt machen. Mit, und dann bringen die das nicht zusammen. Sie bringen es nicht zusammen. Die bringen es nicht nur nicht zusammen, die widerlegen es. Die sagen, es gibt, die widerlegen. Statistik ist aber auch, ist schlecht, ist rechts, ist Hate-Statistik, genau. Und bla bla bla. Genau. Das ist ja das, was die jetzt forschen. Fakten sind rechts, genau. Fakten sind rechts. Genau. Kommen wir zu der Crime-Statistik von Fleischwurst-Faeser. Geil, dass du da drin bist, dass du da überhaupt Bock drauf hast. Ich habe nur gesehen, die Headline gesehen und dann, ich guck mir nichts mehr an. Also zwei Banger habe ich. Nur so, ich sehe die Headline und dann, okay, ich frag den Messias und lass es mir von dir erklären. Ja, was, ich habe zwei Banger. Also Shoutout an Felix Perrefort, der hat das rausgekriegt. Also, Framing von der Tagesschlau ist jetzt, also es ist ungefähr so. Es hieß die ganze Zeit schon so, die Stadt, morgen kommt sie raus. Oh je, oh und je. Es war intern schon, man wusste schon und dann, was mach mal. Aber ist Statistik dann immer noch, ist es dann wirklich noch Statistik? Weil warum macht man es überhaupt? Warum macht man sowas Rechtes überhaupt noch? Es gibt ja diesen Schrottspruch, ich glaube nur jede Statistik, die ich selber gefälscht habe und so. Insofern gebe ich als jemand, der Statistik 1 und 2 hatte, bei den BWLern heißt es glaube ich A und B oder so, aber es ist dasselbe, Folgendes zu bedenken. Sie ist natürlich schon verfälscht, weil es sind ja so Sachen drin, wie zum Beispiel, werden ja nicht beim Namen genannt, wenn Moslems antisemitisch sind, dann wird das unter rechts. Ah ja, weil klar. Antisemitismus ist immer rechts. Ja. Und dann ist das eine rechte Straftat. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Oder aber... Sag ich sogar mittlerweile fair. Juckt. Fair, aber es ist ja trotzdem suggeriert, wird was anderes. Ja, ja, ich dann weiß. Können die wieder sagen, die AfD. Für die Tagesschau sind ja Rechte, genau. Sehen anders aus. Du weißt ja, warum die das machen. Ja, ja, natürlich. Ne? Und insofern, so als Beispiel, solche Sachen gibt's tausende. Wenn man zum Beispiel sagt, nur Deutsche so und so viel Prozent, Ausländer so und so viel. Es gibt natürlich noch viele Übergangssachen, so, ne? Sind alle Deutschen deutsch, um es mal ganz stumpf zu sagen. Also ja, sind sie, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, ja, klar. Ne? Aber wird diese Unterscheidung noch gemacht bei so einer Statistik? Also was? Natürlich, also sagen wir es mal so. Es gibt eine ganz konkrete Zahl. Alle Kriminalität, also erstmal, und dann gebe ich dir noch was zu bedenken. Was ist heutzutage kriminell? Weil, wenn bei Deutschen sind die Straftaten um 6% gestiegen. Aber kriminell ist ja mittlerweile auch Hass und Hetze. Verstehst du? Ja, ich weiß. Hass und Hetze ist auch kriminell. Das heißt, ist fast das schlimmste Verbrechen eigentlich. Ich gehe jetzt wahrscheinlich auch mit in die Kriminalitätsstatistik mit ein. Ja. Obwohl ich schwarz bin, aber ich habe ja einen deutschen Pass. Ne? Ja. Aber der Punkt hast ist... Hast du einen eigentlich? Hast du ja nicht. Sorry für den Point-Shit. Nee, weißt du was? Pass nicht mehr, aber ich habe heute einen vorläufigen Perso gekriegt. Oh. Ja. Okay. Habe ich auch alles bei Patreon. Ist das alles bei Patreon schon erzählt. Der Mitarbeiterausweis für die BRD GmbH. Meinte, ich darf ihn sogar knicken. Ja, knick. Knick weg, Alter. BRD GmbH, genau. Jedenfalls... Das alles und gleichzeitig... Personalnummer. Will sagen, ich schwöre dir, die kriegen intern Ansagen, oh, macht's nicht so hoch. Ja, ja. Der Punkt ist, es ist ja anarchische Tyrannei, das ist ja schon eine Beeinflussung. Wenn weniger Straftaten, mehr Unzurechnungsfähigkeit, weniger verfolgt werden, mehr Puddingteilchen, uns nur auf die Eier gehen, das ist ja alles schon eine Verfälschung der Statistik im Prinzip. Das ist krass. In Amerika sind Gewaltverbrechen gesunken. Ja, wenn du in den Großstädten, Democrat-run Cities... das nicht mehr verfolgt, genau. Dann geht's auch nicht in die Statistik. Sinkt natürlich die Statistik. Schön, genau. Super. Genau. Problem aber gelöst. Genau. Problem gelöst. Das heißt ja die ganze Zeit eigentlich, es war noch nie so sicher wie jetzt. Weil die Puddingtechnik war. Es ist sowieso, genau. Ist und auf dem Oktoberfest wird ja auch gekrapscht. Ja, genau. Genau. Das und FBI-Statistik, die machen einen ähnlichen Trick. FBI-Statistik ist, ich glaube, bei Latinos machen sie es, manchmal packen sie bei den Weißen mit rein, manchmal nicht. Bei Gewaltverbrechen packen sie, glaube ich, bei den Weißen mit rein. So. Ich stelle jetzt mal eine ganz doofe, naive Frage. Sind aber nicht schwarz. Non-black. Wenn du, weil es ist mir eigentlich persönlich, also ich raff alles, ich raff den Zusammenhang. Ich find, aber jetzt kommen die Zahlen gleich meine, noch. Meine naive Frage ist, warum macht man denn überhaupt, wenn du einen Pass hast und du, sagen wir mal, du bist aus Kolumbien, und hast einen deutschen Pass, weil du 10 Jahre hier wohnst. Oder 5 oder 3. Du hast einen deutschen Pass. Du hast deine Staatsangehörigkeit ist deutsch. Warum spielt es dann eigentlich überhaupt eine Rolle? Also wofür? Dann ist diese Statistik doch eigentlich ja schon rassistisch, wenn die überhaupt so eine Unterscheidung macht, wo du herkommst, wenn du eigentlich deutsch staatsangehörig. Also
geht ja dann nach Rassen offensichtlich und nicht nach Staatsangehörigkeit. Oder naja, es sind ja viele, es sind ja Ausländer hier. Es sind die ja Leute, deutschen Pass haben. Ja. Okay. Und da wird die Unterscheidung gemacht. Richtig. Okay. Diese Unterscheidung wird gemacht. Wirklich nicht. Die andere nicht. Okay. Das heißt, aber will sagen, aber trotzdem ist das ja. Gibt's ja auch noch ein Delta. Genau. Es gibt ja welche, die hier geboren sind, dann gibt's welche, die haben irgendwann den Pass gekriegt. So, bla. Es wird aber nur gesagt, deutscher Pass und Ausländer. Und Ausländer sind 16% in Deutschland. Okay? In der Kriminalitätsstatistik. Es gibt insgesamt 16% Ausländer in Deutschland. Ach krass, okay. Und die sind verantwortlich für 41% der Gewaltverbrechen. Ja, okay. Okay? Kommst du da irgendwie mit? Ja. Jetzt sagt die Tagesschau aber, ja, aber bei den Deutschen ist auch 6% gestiegen. Hm. Und eigentlich, und es sind ja mehr als 50% sind ja die Deutschen. Und da sieht man es ja mal wieder, ja, die Deutschen sind das Problem. Ist das zu fassen? Und es gibt da gar keine Erklärung für oder irgendwas, aber das. Und du weißt, mir ist es wirklich scheißegal. Alle, die hier gucken, wissen komplett. Das ganze Ausländer-Ding ist gar nicht mehr groß mein Thema. Nö. So. Mein Problem ist der Staat und die Fäser und diese ganze Bande. Genau. Lass es. So. Lass es. Und die Tagesschau natürlich. Die Propaganda, der Rotfunk und die linke Politik, die das ermöglicht. So. Zahl für die Lügen oder friss im Gulag Staub. Tag, ihr Lügner. So. Und der Punkt ist, ein wirklich aufs ein X für ein U vorzumachen, dass wenn 16% hier für 41 und da sind wirklich nur die drin, die ich gar nichts Deutsches. Ich schwöre, also ist super asozial, aber ich gebe es zu. Weil das ist schon deren, das sind schon mein, deren Zahlen. Ich hätte gedacht, das ist viel höher. Viel höher. Das ist doch schon. Ich weiß. Das ich ist doch in der unreal. Relation ist es krasser. Die Relation ist unreal. Ich hätte gedacht, das ist viel krasser. Weil ich sag ganz ehrlich so. Was ist das denn schon jetzt ehrlich? Ich verurteile das ja nicht, weil das haben wir ja schon mal gesagt. Ich bin sogar so weit. Du kommst hier hin als Flüchtling und siehst, was hier abgeht. Du kommst aus einer, ja schon tausendmal durch, aus einer Tyrannei, kommst in eine Anarchotyrannei. Wo du gepudert wirst erstmal. Wo gesagt wird, pass mal auf, wo die mach, was du willst. Wehen, mach, was du willst. Siehst die Puddingteilchen herumfahren. Das sind die Leute, die dich im quasi, das Einzige, wovor du irgendwie Angst haben müsstest, sind die Weiber in Bullenuniformen, die hier rumtorkeln. Alter, ja, musst du ja aber nicht. Die sich in den Fuß schießen. Ja, und vor allen Dingen, und dann die so, würden okay, ja nie was sagen. Und dann denkst du dir so, was, okay, let's, hast wenigstens von den Flüchtlingen, kommst aus dem Kriegsgebiet. Dein Leben war bisher für den Arsch. Kommst hier hin und siehst hier diese Clown-Scheiße. Und dann du siehst, so, du guckst, siehst Tagesschau, verstehst kein Wort, wahrscheinlich besser so. Und siehst die Budding-Teilchen hier rumlaufen, Sheriffinen, und dann denkst du dir doch auch. Also deswegen wundert es mich. Und du kriegst gesagt, du, egal was du machst, du kannst nichts genau, dafür. Du kannst nichts dafür. Und jeder, mach, der dir irgendwas sagt, jeder Bürger, der dir was sagt, ist ein Rassist. Richtig. Und die Bullen, die dir was sagen, die werden eh wahrscheinlich. Lass. Ist kein Bulle, nee, stopp, Big sagen nee. Kein Bulle sagt, die Bullen sagen zu dir was. Ja, ja, auch nicht, aber. Kein Cop legt sich original mit irgendwelchen Fresh of the Boat Leuten an. Kein Puddingteilchen. Ja. Das wird komplett blinder Fleck. Deswegen sage ich, überrascht mich das, weil ich sag nicht so, oh, wie schlimm, weil ich meine, zum Glück bin ich jetzt nicht betroffen, und wäre vielleicht nochmal was anderes, aber ich denke mir so, okay, das muss doch auf jeden Fall noch viel höher, Alter. Aber ich habe doch erklärt, wie die sich das schon zurechtgebogen haben. Ja. Und wo die trotzdem internen Eiertanz wahrscheinlich so scheiße, ja, es sieht ja, schon genau. nicht gut ja, aus. Nicht gut es aus, ist ja. nicht gut. Ja, Tagesschau, könnt ihr ein bisschen auf den Deutschen rumreiten? Sind doch auch gestiegen und so. Ja. Wegen Hexe und so. Ja. Wegen Hexenbeleidigung. Also, genau. Fucking Husten, das sind Alter. So die Straftaten. Die Fäser hat mich vergiftet. Ich schwöre, da war doch bestimmt hier, wie heißt das Zeug, was man in die Briefe tut? So Quecksilber und sowas. Nee, ja. SARS? Nee, das gibt's ja nicht. Dieses Anthrax. Anthrax, Milzbrand. Genau. Milzbrand, ja. Haben die dir reingetan, ich schwöre. Habe ich das jetzt auch? Gibt es Third Hand? Ich sag, das Milzbrand. Ist einmal meine alle fünf Jahre Purge. Ah ja, stimmt. Bakterien. Einmal alles raus. Mein Stiefvater hat immer zu mir gesagt, Bazillen-Mutterschiff. Zu dir? Ja, wenn ich um die Ecke komme, hier kommt unser Bazillen-Mutterschiff. Ey. Ja. Ja gut, ja, lustig. So viel zur Kriminalitätsstatistik. Mhm. Also genau, das war das eine. Und das andere war, jetzt kommt der eigentliche Banger.
Du weißt ja noch, Selna und die Boys haben ja überlegt, was können wir machen. Was machen wir? Remigration. Mhm. Ist ja natürlich auch schon falsch gewesen, dreckiges französisches Wort dafür zu verwenden. Unglaublich. Remigration. Es ist und dann falsch, Franzose zu sein. Genau, danke El Bundy. So, und dann gab es natürlich viele, viele Missverständnisse. Seien wir ehrlich. Also ja, ich meine, Martin, ne, wenn du ziehst, okay. Wir wissen schon. Der Punkt ist, viele, sagen wir mal so, in der Bubble, am liebsten dann schon Deutschland, die Deutschen, ja, oder? Ja. Viele, viele, viele. Aber man muss fairerweise trotzdem sagen, so doof ist der ja nicht. Nee. Der hat schon gesagt, okay, wer weg muss, muss weg, strafrechtlich, ja, und so weiter, ne? Abschiebe, wer quasi abschiebepflichtig ist. Und da muss ich ja schon recht geben, weil entweder wichst ihr euch alle auf euren scheiß demokratischen Rechtsstaat ein oder nicht. Entweder gibt es den oder nicht. Ja. So, meinetwegen kann er komplett weg. Ja. Dann machen wir Anarchie für alle, Anarchie in Germany, so. Oder aber, ihr macht euren geliebten Rechtsstaat, eure freiheitlich-demokratische Grundordnung und was weiß ich was. Mit und Nancy Faeser. Mit Konsequenzen. Und dann macht er es. So wie so, es geschrieben steht. Gibt's a world with consequences, auch für die Fresh of the Boat-Fraktion und die Girly-Fraktion. Und dann müssen die halt leider, dann heißt es halt time to say goodbye. So. Ich raff jedenfalls die Argumentation so. Ich raff die auch, obwohl ich sie nicht teile. Ich raff sie. Ja, aber der ich Punkt weiß, ist ja, aber die anarchische Tyrannei, da sind wir doch auch dagegen. Ja. Dann will ich keine Steuern zahlen. Ich will, ja, genau. Ja, dann also, kann, ja. Hypothetical, dann, ja gut, weder noch ist ja kein Prinzip, halt, Scheiß gibt's ja nicht, aber. Mich, weißt du, Big Mike, mich fuckt ab diese linke Doppel-Scheiß-Drecks-Politik. So. Ich weiß, ich weißt schwör. Du, so, ich hätte kein Problem damit, wenn ich hier auch machen darf, was ich will. Darf ich aber nicht. Ja. So, ja, ja. Und das ist mein Problem. Doppelmoral. Dass es gewisse gegen Gruppen Doppelmoral gibt bin hier, ich eh so allergisch, Alter. So, gewisse besonders geschützte Gruppen, ja, die, wenn, entweder machst du dann Majestätsbeleidigungen, ja, gegen die oder andere, die dürfen halt rauben und brandschatzen, ich aber nicht. Ja, ja. Weißt du, das so. Es ist halt, genau. Und dann kommt der Fleischwurstarm zu dir nach Hause. Ja. Mit der One Love Armbinde. Ja, ja, so. Anyway. Jetzt kommt's aber, Smash Cut 2, man muss es ja fairerweise wirklich sagen, Selna und die Boys gesagt haben sie wirklich nur, okay, geltendes Recht. Wer hat das, der NBD hat Buch gelesen, ne? Yo. Der hat das ja auch sehr gut erklärt, warum er das so macht, wie er es macht. Das fand ich plausibel auch. So, und seine ob man es möchte von oder Hate nicht Bait oder was, es ist ein Argument, was man machen kann. Ja, natürlich. Es ist genauso wie mit den Pull-Faktoren, hatte ich heute auch diesen an Palagan. Ich so, hä, irgendein Experte hat gesagt. Experten, Alter. Experte. Pull-Faktoren sind nicht gut oder irgendwie sowas. Oder gibt es nicht oder keine Ahnung. Ich schwöre, dass jeder Gehirnamputierte versteht das. Und das ist auch mein Problem. Es sollte keine Pull-Faktoren geben. Ja, weil das ist Umverteilung. Natürlich. Und Steuern sind Raub. So, zurück zur Faeser. Dass wir hier so ernst sind. Zurück zur Faeser. Ja, original tritt die jetzt auf und sagt so, was hat die gesagt? Das habe ich gepostet. Smash Cut 2, ey, original wie der Selner am Reden. Nee. Ja. Nee, ich kann dir schon denken. Ja, müssen weg. Also wie der Scholz nach dem 7. Oktober, ne? Ja, genau. Am 7. Oktober Abschiebungen im großen Abschiebli, Stil. Ne? Was sagt ja, sie hier? Faeser genau. Zu kriminellen Ausländern. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen. Ja. Hä? Also it's not gonna happen. Genau. Liebe Rechte, wir mögen euch ja kein Hopium jetzt. Auf gar keinen Fall. Weder Brolaf Stolz noch Fleischwurst am Faeser werden irgendwas tun, was euch gefällt. Schminkt euch das ab. Auf aber gar dass keinen Fall. Die Sprüche jetzt kloppt. Wegen denen, es war ja Bauern super und dann krass. Haben die das Zellner-Bit rausgezogen, Alter. Und dann war ja inszeniert. Nazi-Psychose, NPC, genau. Meltdown ja. Gegen rechts. Und jetzt sagt ihr einfach genau dasselbe? Das ist ja eigentlich der Gipfel der Was Verhöhnung, das oder? Das ist der Gipfel der Verhöhnung. Also ich meine, die setzen immer noch mal einen drauf. Es geht denen ey, ja die Luft nicht alte. Aus, was das angeht, wirklich die Leute komplett zu verarschen, zu verhöhnen, anzuspucken mit ihrer Scheiße. Das es hört nicht auf. Ist ne? Natürlich auch Matriarchat. Die Frage ist,
Ja, gut. Ja. Ich versuche schon wieder wie ein normaler Blut. Mensch. Nee. Genau. Niemals wie ein normaler rafft Mensch. Rafft sie es oder rafft sie es nicht? Verhöhnt die jetzt wirklich? Ja. Diese Verhöhnung auch. Ist ja eigentlich dieselbe Figur wie der Anzeigenhauptmeister. Das sind Figuren, die uns bewusst hinsetzen, ja, die inszeniert werden und die, sagen wir mal, die an der Bellcurve, die Leute. Ja, und die den Staat im Rücken haben. Die Bellcurve-Leute in den Wahnsinn treiben sollen. Ja. Die Dummen denken und sehen halt, hä? Ich habe da doch vorgestern gesagt und dann war ich rechts. Die, es ist exakt Avantgarde, dasselbe. Die denkt so, ey, original besitzt sie die Frechheit, Junge, sich jetzt so hinzustellen und jetzt so das Lied zu singen, Alter. Das ist wirklich und krass. Und die Bellcurve war mich so, okay, wird schon stimmen. Stimmt so, alles gut. Alter. Komm, wird mal, schon mal stimmen. Noch, da haben wir die, ich hab nämlich gleich noch Entertaining. Also, es gibt ja News vom Zahnarzt, Health, ich habe hier noch was Culture. Machen Sachen? Was machen Sachen? Ein beliebtes Bit von hinter Patreon. Ist over jetzt, aber es gab noch... Ist es vorbei? Ja, genau. Es gibt noch vier von der Pizzeria von dran, wo wir gerade eben gegessen haben, Spacca Napoli. Saßen auch noch ein paar Gestalten, die würde ich noch gerne beschreiben, aber alles Spoiler-Alarm. Clown-Wortbuch. Also wie so ein Wörterbuch für die Clown-Wörter, für die Orwellschen. Wollte ich gerne heute mal die Top 10 festziehen. Gibt es ja immer mal. Ja, die wechseln, aber jetzt aktuell 2024, 10 Jahre, die gleiche Scheiße. Was sind die... Ich habe die Wörter, glaube ich, da... Müssen wir nochmal gucken, ob das die 10 sind. Ach, du hast sogar Notizen gemacht. Die 10 müssen sie nur ranken. Weil ich das erste noch, ist ja so klar. Ich habe schon zwei. Ich glaube, das erste ist auch der Platz 1. Können wir gleich das ist so klar. Einigen. Jeder weiß es. Denkt euch eins. Genau. Denkt euch eins und dann sagt uns mal jetzt, ob ihr daran gedacht habt. Das oberste Clownwort. Genau. Was ist das Clownwort Nummer 1? Wir hassen es. Entweder, was qualifiziert ein Wort als Clownwort? Als Orwellsches Clownwort? Ist entweder satanische Umkehr, es bedeutet das genau. Gegenteil. Genau. Also man sagt weiß und meint schwarz. Mhm. Oder es ist, bedeutet gar nichts mehr. Es ist sinnentleert. Genau. Hohl, oder komplett ausgehöhlt. Ich gebe noch eins, einen Faktor mit dazu. Es gab es schon das Wort oder das wurde so neu erschaffen. Also so vor 50 Jahren gab es dieses Wort ich nicht. Ich habe fast nur Wörter, die es. Also Inzidenz oder Nachhaltigkeit ja, oder sind, so. Ja, das sind dabei. Ja. Das sind ja, die gab ja. es, diese Worte haben ja gab's gar nicht, nicht existiert. Genau. Vor 30 Und das Jahren macht's auch clownmäßig. Vor 20 Jahren ging's vielleicht los. Nachhaltigkeit ist dabei. Ja. Also die Platz 1, wie gesagt, denkt's euch mal, komm mal, dann soll was sagen. Ja, also lass am Schluss, am Schluss. Obwohl, das weiß eh jeder. Es ist so also klar, jetzt, Alter. Wer das noch nicht weiß, wer jetzt nicht das komplette Lügenwort schlechthin. Es ist so krass. Und ich komme auch gleich drauf, warum das geht ja den ganzen Tag rauf und runter mit diesem Wort. Teilweise machen ja dann so Hexen, wie die Frau Göring oder so. Posting, dann so Post wo das und dann zehnmal, sind in einem Satz viermal das Wort. Und ja, und noch in Kombination mit Grundordnung und so. Genau. Also, es ist daran, ja wirklich komplett krass. Achtet drauf, überall, wo ihr über dieses Wort stolpert, Finger weg, Lügenalarm. Es ist 1:1, meiner Meinung nach, sie meinen, sie sagen das Wort, es heißt aber Sozialismus. Genau. Also, ja, noch ja. nicht, es ist einfach Synonym. Es kann mehrere Sachen es bedeuten. Also es geht um Demokratie, ja. Surprise. Demokratie wir ist, hassen Demokratie. Wir hassen, verachten Demokratie. Der Punkt ist, schon mal einen Schritt weiter gedacht. Also es heißt entweder Sozialismus oder eins. Es heißt... Ich selber, ich, also so Sozialismus ist ja auch ich, Frau ich, Göring, ich. Ja. Fleischwurst und so, die denken ja, ich, sie selber genau. sind die Demokratie. Demokratinnen. Oder aber ihre Partei oder Ideologie oder sonst was. Oder Strippenzieher. Schneid da draus. Aber die denken, das ist das. Also oder sie wollen es uns erzählen, dass es so ist. So, jetzt kommt es noch weiter. Entweder bedeutet es das Gegenteil, zum Beispiel Sozialismus, Diktatur, Tyrannei. Das Gegenteil ist, aber komme ich gleich zu. Oder es bedeutet gar nichts mehr. Das Wort ist bedeutet nichts mehr. Ich glaube, das wäre so für den Normie, der gerade so die rote Pille, also das Placebo, aber das die, sind so Füllwörter, die so alles kam, gut und so. Das bedeutet, das heißt ja einfach gar nichts mehr. Ja, genauso wie alles gut nichts bedeutet. Genau, also das sind einfach nur so Füllwörter. Böse. So, und wenn es einem unangenehm Hülsefrucht. Wird, dann noch dreimal Demokratie Bohne. Und alles gut und dann geht es ja. schon wieder irgendwie. Genau. Bohne schmeckt erstmal gut und nachher stinkt es irgendwann. So ist das auch mit der Demokratie. So, und das ist auf jeden Fall, jetzt komme ich aber drauf, ist es, also heißt es das Gegenteil? War Demokratie überhaupt mal was Gutes? Das oder ist Demokratie vielleicht, das ist ja, sind weißt wir du jetzt was? Mittlerweile, Mike. Wahrscheinlich ist es gar nicht. Selbst wenn es Demokratie wäre, so wie es gedacht war, irgendwie
Mitbestimmung oder ich irgendwas. Ich finde, das haben die mit 1000 Sachen geschafft. Mhm. Mit 1000 Sachen. Mit 1000 Sachen. Die haben das mit, also ich wollte das alles nicht. Die haben es mit Impfung geschafft. Gesundheit. Die haben es mit Putin geschafft. Die haben es mit AfD geschafft. Ja, ja alle, am Ende, es war alles Sachen. Danke. Ja, und irgendwann hängst du da und denkst dann so, Moment mal, es ist ja original, weil alles von euch nur Müll und Scheiße Müll? Und Lügen sind. Ja. Vielleicht ist ja original das, was ihr nicht mögt, geil. Ja. Und das, was ihr mögt, scheiße. Und wisst ihr was? So ist das jetzt immer, egal womit. Bei allem. Und ja, danke dafür. Ja. Also Demokratie. Also, ja. Ich meine, momentan ist es doch so, ich bin ja dumm und stolz drauf. Jo. Ich habe keinen Hehl draus. Und ich sage, in Deutschland ist irgendwie so eine Politik, Regierung von einer Art Blockpartei aus drei Parteien schon bestehend, also Große Koalition war ja auch schon die absolute Scheiße. Das war ja auch schon, hat er von dem von das Demokratie war, von wegen weißt der du Mehrheit. Weißt du, dass das die ganze Zeit schon so geht, seit 20 Jahren? Ja, ja, ich weiß. Ja. Im Prinzip kein Schwarz-Gelb mehr genau, oder so? Ja. Irgendwann ja, ja. gab es das nochmal kurz, aber dann wurde das, glaube ich, seit aufgelöst die, und dann die doch die eine Kurve, oder? Die SPD quasi seit 98 oder so mit. Nonstop. Ja. Mehr also oder länger weniger, als Kohl. Ja. Ära Kohl, länger, die war 16 Jahre. Nur 16 Jahre alt. Grünen auch immer gut dabei, waren ja auch 98 schon dabei. Und jetzt kommt's, man munkelt ja schwarz-gelb. Nee. Schwarz-grün. Schwarz-grün. Hat der heute in der Werkstatt auch gesagt. Und weißt du was? Es gibt ja Grüne, die Kanzler werden wollen. Also happen. Wer weiß, ja. Vielleicht wird ja dann der Merz der Vizekanzler. Ja. Und die Grünen stellen den Kanzler, Junge. Ja. Also der Punkt ist, in Clown World, everything is possible. Viele winken halt ab und zeigen einen Vogel. Ich schwöre, in der Clown-Welt ist alles möglich. Ich hab nur, ich sag ja schon die ganze Zeit, safe kommt ja Blockpartei, also vielleicht eine, also Ampel plus CDU noch, muss ja dann irgendwann, also alle da nochmal alle ranlassen. Und dann sage ich nur, Gnade uns Gott, Alter, wirklich, dann wird es richtig, richtig. Aber der Punkt richtig ist, weißt du, krass Big asozial, Mike? Junge. Ist es nicht so, es muss eigentlich passieren. Ja, es muss es und es muss wird. Noch krasser werden. Ja, und natürlich. Irgendwo bin ich jetzt auch so. Ja, komm, Alter, gib, komm, Mann. Mach die Baerbock oder den Habeck. Wen fändest du geiler? Also sie wäre natürlich Pudding-Teilchen. Pass auf, wenn du davon aber ausgehst. Aber er mit seinem Knautschgesicht am Lallen und also so. Also ich gehe davon aus, traurig dass Donald am Lallen. Trump nochmal Präsident wird. Hopium. Glaubst du's? Ich will es glauben, I want to believe. Ja. Und chill dann vor und dann kommt die bei dem rein. Oder er aber auch er aber auch hä? Er der, auch das ja wäre auch krass ja aber langweiliger glaube ich aber die Baerbock bei dem ich schwöre der Donald Trump zerquetscht ihm die Hand Junge. Weißt du noch wie der den Putin fast in die Knie gezogen hat Mann. Ich meine wir lieben das Putin aber Donald ist unsere Nummer ist eins nix. Hast du ein Pro-Life-Video von wie ihm der, gesehen der hat ihm ja fast gibt ja mehrere ja, holt er ja. den fast den Arm da holt er den nochmal und so. Weißt du was man merkt richtig, Putin ist es nicht gewohnt. Er findet es nicht gut. Nee. Aber auch er ist er humble. Nicht. Ja, also er ist, genau. Er findet es nicht gut, er aber er nicht ist, ein. Ja. Es macht kein anderer mit ihm. Es macht kein anderer mit ihm. Super geil. Und das ist halt geil. Ähnlich geil wie, da war der Putin nicht dabei, aber es war irgendein G8 EU-Gipfel oder was und er kommt von hinten und schubst sie alle zur Seite. Geil. Kennst du das Video? Nein. Doch, Macron boah, und alle. Geil. Kommt er von hinten, stößt Junge, sie Macron, zur Seite ey. Und stellt sich vor die ey, und geil. Macht sich dann schön die Jacke zu. Das ist ein, diese beiden Dinger, absolute Klassiker. Ja, und alle so, dafür, was ist mit dem los und so. Deswegen mögen wir ihn. Ja. Ja, jedenfalls, ich wollte eigentlich nochmal. Also die Clownwörter, ne? Clownwörter, nee, dieses Demokratie in Deutschland, das habe ich ja schon tausendmal die Rechnung gemacht. Das ist so ähnlich wie mit der Kriminalitätsstatistik. Die SPD hat irgendwie Zustimmung 15, Grüne 15%. 15% von denen, die wählen. Das sind ja auch, ist ja auch knapp die, über die Hälfte. Sagen wir mal die Hälfte. Mhm. Das heißt, 7,5% von den Leuten, die hier wählen dürfen, in Anführungszeichen. Das ist ja die Demokratie. Da geht es ja um Wahlrecht. Du musst wählen gehen. Du musst wählen. Du musst deine Stimme abgeben. Der ist aber nicht wählen. Ja, nur ja, die ja, Demokratie genau. wählen. Du musst wählen. Aber du darfst nicht wählen. Ich sage ja immer, du musst die Stimme abgeben, weil das ist noch krasser. Deine Stimme, stimmberechtigt, gegen rechts. Die gibst du ab, aber wählen darfst du nicht. So, das ist der Punkt. Aber Big Mike, aber Nomi muss weinen, ist schön, ne? Nomi muss weinen. Nee, aber pass auf, im Endeffekt terrorisieren, wir leben ja in einer Diktatur von welchen, die in Summe von allen Leuten so 15% der Zustimmung haben. Wenn es zumindest 50 wären, fände ich es auch nicht gut. Aber dann würde ich noch sagen,
okay, das entspricht der Definition von Demokratie. Ich bin aber auch dumm. Vielleicht kann es mir jemand besser erklären. Ein Schlauberger. Der bitte Punkt nicht, ist, aber nicht mehr als drei Sätze und bitte nicht so. Der aber Punkt dann, ist, ich freue mich mittlerweile über alle Ergebnisse, die Normies zum Weinen bringen. Ja, das ist klar. Und das ist schön, egal ob in den USA oder hier. Und soweit habt ihr mich. Ich verstehe halt nicht, wie bei und diesen da gibt's nur eine. Wie die bei diesen Ergebnissen regieren können. Wie kraft, wie raff ich nicht? Es ist, das ist doch alles ein, es ist von Deep State bis die Institutionen und so. Wie gesagt, ich habe heute so, ich habe Behördenbegegnungen gehabt heute. Also egal, ob es gestern die Cops waren, egal, ob es heute auf dem Bürgeramt war, egal, ob es ist alles auf Patreon berichtet. Ich habe gesehen, Cop, Fahrradfahrer aufs Maul gelegt. Krankenwagen kam an. Ich habe gemerkt, die Basic-Sachen, wo man uns immer erzählt hat, dafür brauchen wir die Demokratie. Die und halten, dafür, die halten den das Laden ist am Laufen. Alles den Laden am Laufen. Wenn du den Laden am Laufen hältst, dann bist du systemrelevant. Wenn du systemrelevant bist, heißt, du bist Teil des Systems, der Matrix. Das heißt, du bist überflüssig. Das heißt eigentlich, du bist eine komplette, du bist eine, was weiß ich, du bist irgendeine Biene in diesem, nee, Biene ist noch zu lieb. Ja, ja. Du bist einfach nur ein Erfüllungsgehilfe. Genau. Erfüllungs-NPC System, für die Matrix, Alter. Systemling, nicht systemrelevant. Und ich habe also gesehen. Klar, ja, relevant, ja. Ich habe diese latenten Begegnungen gehabt, peripheren, so sagt man, ne? Ey, schlau sprech. Diese Berührungen. Ja. Und ich habe gesehen, dass alles Bullshit war. Das ist alles Bullshit, alles. Natürlich, alles überflüssig. Alles. Alles ist sinnlos, nutzlos und ein einziger Scam. Und ja, und seit der Clown-Grippe sehe ich ja es. Ich kann es erkennen an Ziel. Also inklusive Schule und so weiter. Also Demokratie ist Platz 1. So, jetzt haben wir noch auch dicht gefolgt von meiner Meinung nach. Ich mach mal ein Ranking. Also es kommen ja noch mehr. Deswegen wäre es schön, wenn wir das an Karten hier so richtig wissenschaftlich. Ja, hätte ich das gewusst. Ich wäre schon im zweiten Wort. Wissenschaft ist doch, glaube ich, Platz 2, oder? Zwei Sachen, die wir hassen. Demokratie und Wissenschaft. Und Wissenschaft. Ja. Ey, Wissenschaft, Junge. Ey, die Wissenschaft. Und dann kommt der Hobbit rein, Junge der Trosten. Die Wissenschaft ist sich einig. Ey, ob sich die Wissenschaft wohl einig ist? Ja, Big Mike. Also, sich einig? Das ist ja so, Kommunisten streben ja an, dass Einigkeit. Komplette Gleichschaltung. Ja. Ey, die kommen ja, deren Argumente sind ja immer, dass sie, egal ob bei Klima oder Clown-Grippe, die Wissenschaft ist sich einig. Und es ist, beides ist einfach nur eine komplette Klaus Schwab UN und wer weiß, wer da noch dahinter die Fäden zieht. Psch. Da, ich hab's gesagt. Ja, okay. Marionettenscheiße, Alter. Komplette Psychose, Lüge. Kommunistische Drecksscheiße. Es ist alles gelogen. Also Wissenschaft nichts, ist nichts. Und dann Top sagen die 3. immer, die Wissenschaft ist sich einig. Und das schmeißen die einfach so mit in den Ring. Und dadurch ist genau, das dann, it's in the name. Fuck you, Mann. Ekelhaft. Nur ja. noch Verhöhnung. Bitte also tut mir einen Gefallen, redet mit diesen Leuten nicht mehr. Wenn die sich nicht einig sind, dann sind die raus. Dann sind die rechts. Ja, Punkt. Gut. Yes. Ob wir wohl Top 3 rechts sind? Ich bin meiner Meinung nach, also was ist in den Top 5 noch? Es gibt noch hohe Anwärter für mich. Ich nenne jetzt mal beide Gesundheit und Sicherheit. Also Gesundheit und Sicherheit hatte ich gar nicht beide so auf dem Schirm, aber ich kann es sehen. Ist so Top 10 Clownwörter. Ja. Die werden auch oft getroppt. Vor allen Dingen, mein Problem mit der Sicherheit ist die Freiheit. Genau. Und dass Sicherheit gelogen ist auch. Und vor allen Dingen hat neulich irgendeiner, welche von diesen Östrosaurussen, von diesen Gestalten, war es der Camper, war es der Polenz, Junge? Ey. Omas gegen rechts. Irgendeiner meinte so, der Spruch geht ja eigentlich so, ohne Freiheit ist die Sicherheit nichts wert. Mhm. Hat doch original einer von denen satanische Umkehrung gemacht und meinte, ja, ohne die Sicherheit wäre ja die Freiheit nichts wert. Oh, okay. Ich so, Moment mal, hast du jetzt original diesen Spruch? Einfach umgedreht, ey. Ja, ja. Vor allen Dingen, nein. Nein. Was nützt es, wenn du nicht frei bist? Der Gedanke ist doch Freiheit. Das ist das, so sind wir doch auch erzogen worden. Ja, und die fußt nicht auf Sicherheit. Und vor allen Dingen, die kriegst du nicht mit Sicherheit, sondern mit Vertrauen, wenn überhaupt. Sicherheit ist eine Illusion. Spätestens seit dem das ist eine komplette seit 9/11 ist, weiß doch jeder, gibt's einfach nicht. Ja, vor allen Dingen,
Das ist ja das, was der Staat uns verspricht. Ja, das Ding genau. ist ja, pass auf. Deswegen, du Straßen musst das, wenn du, und Sicherheit. Wenn du so schlaff bist, dass du ein Junkie bist, wir kümmern uns. Ja. Wenn du so schlaff bist, dass du keine Freunde, keine Familien hast, dann kommst du bei uns in die Pflege. Musst du nicht. Wenn du dir sonst kein, wenn du arbeitslos wirst, wir kümmern uns. Du kriegst Sicherheit. Wir passen auf dich auf. Wir schicken die Puddingteilchen rum. Sicherheit. Und weißt du was? Alles davon ist nur Müll. Jeder ist Müll. Dieser Zustände ist ein Müllzustand. Super krass. Und die Sicherheit auf den Straßen gibt's sowieso nicht. Also Gesundheit ist schon auch ganz oben, weil das sogenannte Gesundheitssystem, da habe ich ja gleich eine Story. Das ist das Das ist doch auch, also Gesundheit ist für mich mittlerweile als Wort. Gesundheitssystem, Pflegesystem. Weil die meinen ja nicht gesund mit Gesundheit, sondern die meinen am Überleben halten. Am Tropf des Staates. Als und schlaffer, grauer, ängstlicher Vollidiot, das ist, gilt als gesund. Nicht sterben dürfen. Genau, kein Fleisch essen, bei nicht Corona in die Sonne gehen. Original, Quarantäne lassen. Für Gesunde. Damit, symptomlose. Damit original. Und ich schwöre, es ist ja niemand an Corona gestorben, außer George Floyd. Jawohl, Messias. Ja, das ist mein, wieder. Das ist. Ja. Jeder hat so seinen. Gerade, ja, jeder hat so seinen. Aber es ist ja wahr. Es ist ja wahr. Ja. Es ist ja kein Witz. Es ist ja wahr. Nachhaltigkeit ist auch. Saint Floyd. Bei, also Nachhaltigkeit ist, wie gesagt, ein moderner Begriff. In ey, das auch hasse so ich. Konstruiert diese Sprache. Sustainability, das fing ja auch in den USA an. Und eigentlich raffe ich, dass da theoretisch Sinn haben könnte, zum Beispiel man macht was, also im Sinne von Delayed Gratification. Aber es ist ja ein reines ideologisches Marketingwort nur noch und McDonald's ist nachhaltig oder keine Ahnung. Also du willst halt diesen Stempel haben. Richtig. Ja. Und da, mehr ist es nicht. Es ist ein Klaus ideologische Schwab, Stempel. Ideologiestempel und mehr ist auch das nicht mehr. Und es ist auch gelogen. Weil es ist ja zum Beispiel Elektromobilität ist ja das Gegenteil von nachhaltig. Das wird ja sang- und klanglos scheitern, am Arsch sein und irgendwann, also sehr bald, deswegen die Leasingverträge sind extra kurz gemacht, alle bei allen Elektrosachen, weil alle wissen, das geht nicht lange gut. Schnell noch die Kohle machen, Verbrenner in den Arsch machen, gibt's dann auch nicht mehr, aber dann gibt's halt einfach nichts mehr, dann hast du keine Ahnung was. Deswegen ist es ja gerade gar nicht nachhaltig. Also es ist auch CO2-mäßig nachhaltig und. Es ist komplett gelogen. Aber es hat mit der Wortbedeutung nichts zu tun auch. Deswegen gehört es für mich in die Top 10. Ja, und weil es auch dieses Scheißwort ist, diese Scheißsprache. Ich finde das noch schlimmere Wort, und das ist meiner Meinung nach Top 5. Ich würde mal sagen so 4 oder 5, Klima. Einfach das Wort Klima. Ey, Is it ever on, Messias? War schönes Wetter jetzt ein paar Tage lang. CO2 und war, so. Waren es 23 Grad und sonnig, ey, Alter. Das war auch so paradox. Es waren, glaube ich, 24 Grad oder sowas. Der Punkt ist, tschüss. Jetzt kam ja auch, das ist ja absoluter Hitzerekord. Und Rotfunk hat ja Anweisungen rausgegeben. Oh ja. Wie man sich klug verhalten soll. Damit der Körper überhaupt klarkommt. Lass mich raten. Viel trinken? Ja, klar. Nicht in die Sonne gehen? Homeoffice natürlich und so. Mhm. Nur morgens und abends arbeiten, tagsüber am besten gar nicht und nein, so. Nein, hat nicht gemacht. Doch, keine schwierigen Aufgaben am Tag über. Genau, doch. Eincremen, die Eincremen-Sci-Op haben die ja schon vor 2-3 Wochen. Jetzt am besten schon anfangen. weil dann kann gar nichts passieren. So, ne? So. Oh, geil, Mann. Jetzt kam aber auch vom Rotfunk. Es ist ja auch so, Frauen kommen irgendwie nicht so gut klar. Was ja in der Welt. Und man weiß nicht, woran es liegt. Aber natürlich, weil die Welt rechts ist und auf Männer irgendwie aufgebaut. Klar, weil die Männer haben das ja extra so gemacht. Ich meine, es ist ja auch was dran. Im Endeffekt will die Natur was sagen. Ja, ja. Du sollst nicht da draußen. Mach nicht. Bleib doch zu Hause. Anyway. Nee, du willst nicht, willst da auch rumspringen. Jetzt kam eine Studie. Frauen fühlen sich aber erst wohl ab 24 Grad. Ach so. Drunter frieren die. Beim Rotfunk eine Kachel. Und die Klimaanlagen wären auf Männer ausgerichtet. Oh Gott. Ja, und deswegen würden die bei 22 Grad schon frieren. Aber es hieß auch, ab 24 Grad ist absolute Hitze.
Meltdown-Rekord. Aber man fühlt sich auch wohl. Nein, die Frauen fühlen sich ab einer Temperatur von 24 Grad erst wohl. Es darf natürlich auch nicht zu hoch dann werden. Ja, nee. Also im Prinzip wie Eidechsen, 25, die haben so eine... 24 bis 25 ist okay und dann genau, ist schon wieder zu viel. Genau, das ist perfekt eigentlich für Frauen und so muss es überall sein. Immer 24 Grad. Immer 24 Grad. Und die viele Klimaanlagen sind auf niedriger eingestellt und dadurch werden Frauen unter Druck im Prinzip gesetzt in den Büros und so, weil die nicht klar und sie können nichts dafür, sie können nichts dafür. Es ist aber auf Männer ausgerichtet. Bei mir im Büro ist auch außer meiner Frau immer Big Mike, ein. Können wir bitte im Büro es wärmer machen, damit du es unwohl hast und damit die Frauen schön es gemütlich haben. Kleiner Point Shit, das Büro ist an sich schon der Fehler. Ja, no shit. Ja, habe ich doch eben gesagt. Ich weiß, für alle, aber nicht nur für die Frau, meiner Meinung nach. Ein Mann hat auch nichts im Büro zu suchen. Ich sag's so, wie es ist. Wie meinst du jetzt, so Bronze Age Pervert-mäßig? Ja, niemand hat im Büro zu arbeiten. Auch wenn ich selber mitmache, ist die Message eigentlich, mach, wenn du arbeitest, dann arbeite. Mach, und alles, was im Büro stattfindet, ist Beschäftigung. Einfach nur. Okay, aber es gab jetzt schon iPhones und so, die mal im Büro irgendwo entwickelt wurden mit... Ja, aber in der Werkstatt, also genau, richtig. Trotzdem, da hat man irgendwie oder Sales-Typen oder so. Ja. Also die westliche also es gab auch schon mal. Ja, aber in Summe ist es nicht gut. Es ist nicht von der Natur so vorgesehen. Okay. Okay, aber wenn man sitzt, arbeitet man nicht. Es gibt aber es gibt schon Männer, die da performt haben in der Geschichte der Menschheit. Also Kapitalismus. Nein? Kann sein, aber warum musste das hätte das nicht auch ohne Schreibtisch und Stuhl Homeoffice? Hätte er es nicht auch ohne... Ja, nein, ist egal. Also, Homeoffice oder im Büro vor Ort. Das ist gar kein Unterschied, meiner Meinung nach. Doch, da sehe ich das aber wie Elon Musk. Ihr habt anzutreten. Also sorry, vielleicht, ich glaube, wir reden irgendwie aneinander vorbei. 100%. Aber, ja. Weil es kann nicht anders sein. Weil ich meine ja grundsätzlich... Also Homeoffice ist, wenn du nicht kommen... oder hier, Trigema? Trigema. Der hat auch gesagt, wer nicht kommen muss, ja, der Punkt den braucht man nicht. Von dem... Bürojobs, die ich mitkriege, ist es überhaupt gar kein Unterschied, ob du vor Ort bist oder ob du es von zu Hause aus machst. Weil genau, weil diese Jobs Quatsch sind. Du schreibst E-Mails, bearbeitest genau, Excel-Tabellen. Das ist alles Bürospielen. Also mit Bürospielen. Im Büro am Computer sitzen und auf die 8 Stunden lang auf dem Computerscreen gucken. Ja. Und im Endeffekt machst du das. Und ob du das jetzt, ob du dafür 20 Stopp. Kilometer fährst. Du meinst Bürospielen. Du meinst Bürospielen. Ja, Bürospielen, genau. Nee, das kann alles weg. Ja, genau. Das heißt, wenn du Büro spielst, dann, genau. Punkt. Das ist alles nutzlose, sinnlose Scheiße. Schneid eh alles raus am besten. Ist immer richtig so beleidigt, bist du, Junge. Ja, was heißt normal, beleidigt? Das ist so ist eine Unterhaltung. Ja, aber haben wir uns doch gut unterhalten. Ja, gut, okay. Wenn du es genossen hast. Experten haben wir noch, ist aber so ein bisschen wie Wissenschaft. Die haben halt ja so das Monopol. Nur die dürfen ja sagen, wie es läuft. Genau, Experten ist ein Clownwort für Ideologen. Ideologen. Es ist 1:1 heißt 1:1 Ideologe. Lügner oder, wie heißt es denn hier? Propagandachefs quasi, ne? Ideologie. Anführer, ja, genau. Und Menschenleben ist auch noch ganz oben. Das hast du neulich mal unter einen Tweet von mir gepackt. Genau, wo ging's denn da drum? Clown-Grippe auch ja, oder was? Oder um... Na, mit Sicherheit. Da wurde es natürlich ganz prominent. Menschenleben, genau. Menschenleben. Es ging um Menschenleben. Ja, genau. Und das ist dann so der Superlativ. Genau. Ja. Also da Sie weißt lieben du ja auch Superlative. Schon. Ja, ja. Klimahölle, Rechtsruck ist ja im Prinzip am Ende, man endet in Auschwitz, ja, Hitler richtig. Und so. Also und es geht um Menschenleben. Wenn das so weil drunter können wird, sie ja nicht. Genau. Dann heißt, wir dürfen alles machen. Ist ja schon, da ist auch in the name Menschen. Mensch ist ja sowieso wichtig. Leben und da, worum es aber eigentlich geht, es war gar kein Menschenleben in Gefahr. Also nicht so, dass Menschen sterben oder so, sondern es geht um Menschenleben allgemein. Also es ist dann auch wieder so anonymisiert Menschenleben und Gesundheit, also Überleben. Gesundheit. Und weißt du was noch damit gemeint ist? Es ist die graue NPC. Bell Curve, Normie, ja. Menschen, ja. Masse. Es ist kein Label, es ist es so. Ist, die sind innerlich tot. Vegetieren. Die sind pulslos. Existieren. Tot. Keine Kreativität, keine Nichts. Eigenen Gedanken. Und das sind deren Menschenleben. Genau. Ja. Also, ich glaub, ja. Das waren die. Aber ich meine, gerankt kriegen wir die jetzt aber nicht, ne? Weil Demokratie ist das krass. Vor uns fallen. Wenn du Vielfalt habe ich noch. Vielfalt ist auch so gelogenes. Vielfalt. So Vielfalt ist ja das. Ganz viele bunte Fähnchen. Aber halt eben auch grau nach innen. Genau. Ja. Ja. Und innerlich. Und leckeres Essen.
Genau. Vieles unterschiedliches. Aber auch da ist die Vielfalt ja gelogen, weil dann sind es so 3 Küchen oder so, die man mag und dann auch. Gerne indisch. 20, die nicht. Hm? Das lieben die. Ein Teller Durchfall, Kakerlack, bitte. Kack. Also wir haben ganz oben Demokratie, Wissenschaft. Ja, das sind die beiden. Sicherheit. Gerechtigkeit hatte ich, glaube ich, auch nicht genannt. Gerechtigkeit, ja, ja. Das ist ja das kommunistische Scheiß. Ja, es ist, heißt im Prinzip, allen muss gleich beschissen genau. gehen. Genau, ja. Gerechtigkeit ist, Gerechtigkeit genau. ist, wenn du nicht was hast, was ich nicht habe. Also so vom Wort, von der Wortbedeutung her, wieder naiv und dumm gesagt, ist so was wie fair. Das heißt, gemeint ist mit Gerechtigkeit oder Fairness, alle müssen unfair behandelt werden. Na, dann ist es ja fair, it's in the name. Ja. Also Gerechtigkeit heißt Gleichschaltung. Chancengleichheit und genau, so weiter. Chancen, ne? Tod eigentlich quasi. Ja. Also es ist genau, es darf keiner Chancen haben, dann ist es gleich. Dann ist es gleich. Wenn alle unfair behandelt werden, ist es ja gerecht. Ja. Genau, Nachhaltigkeit relativ weit hinten, weil Wissenschaft, Experten, das sind 10 Wörter. Klima. Also wie gesagt, Inzidenz hat es ja auch eben nochmal genannt. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich auch nicht. Also gut. Es gibt genau wie Paragraph, Fußnoten, alles so dieselbe bebrillte Scheiße, Junge. 10 Jahre. Also im besten Fall bedeutet es nichts mehr sinnentleert, aber wahrscheinlich bedeutet es einfach das Gegenteil sogar. Das haben die geschafft. Orwells Schwab-Sklaven. Ja, ich hatte noch gerade, jetzt sind wir doch wieder da, mit dem 24 Grad. Und das ist die Wohlfühltemperatur. Es wie war viel Grad waren es heute? Ganz gutes Bit. Heute Abend, so ungefähr, heute den Tag über. Es 19 war Grad, so. 18, 17, 18 ja, Grad. Ja, nee, weniger als 14, 15, oder? Okay, sagen wir mal 15 Grad. Ja. Auch gerade noch, als ich hier hinkam. saßen hier welche vor der Pizzeria, vor der Top-Pizzeria Spacca Napoli. Mhm. Zwei Girls, keine Ahnung, Ende 20, mit so einem, wie heißt dieses scheiß Normi-Getränk, was die trinken, so einen orangen Schnapsgedöns da in so einem hässlichen Glas. Das kenne ich überhaupt nicht. Ach ja, doch, hier. So orange, nicht hässlich. Aperol Spritz. Ja, sowas. Das ist ja zwei, so ein... Sitzen da zwei... Das ist Tom Taylor unter den... zwei Tom Taylorinnen sitzen da. Und die sind eingewickelt in Decken, Alter. Ich schwöre, ich komme auf diese blaue Down... Ne, die haben die von der Decken. Pizzeria hier, haben die so, sind die da so in, bis zum Hals, hatten die sich so in die Decken gehüllt und ihr Tom-Taylor-Getränk in der Hand. Schön am Einmummeln. Ja, schön after work. After work? Genau. After work. Wahrscheinlich aus dem Büro gerade. Viel Büro gespielt. Überstunden gemacht. Ja. Überstunden gemacht, Büro gespielt, Aperol Spritz. Aber wie gesagt, auch gerne diese Down-Mantel mit Kapuze. Und weißt du, was mich... Der war noch unter der Decke, ich schwöre. Ist jetzt keine, da rede ich auch schon seit 2 Jahren von. Aber ich schwöre dir, weißt du, was mich absolut killt ist? Das sind ja wandelnde Down-Schlafsäcke. Die gehen ja teilweise bis zu den Knöcheln. Naja, so fahren die aber auch Fahrrad. Mit einer Kapuze-Hood dran, aber teilweise ohne Ärmel. Und das killt mich ab und zu. Ja, also komplett einmal ein Down-Ding drin, dann ärmellos. Ja, es warum? Ist also, in erster Linie ist es sehr stillos. Deswegen auch wieder mal insbesondere in Deutschland ein Phänomen. Aber das gibt es auf jeden Fall. Das sieht man auch Fotos, auch in den USA sogar. Schon krass. Ja. Aber ich meine, Deutschland ist natürlich nochmal Next Level. Zum Glück bin ich immer nur in Miami. Zigmal zu Fuß von der Werkstatt hin und zurücklaufen musste, war auf einmal, kam eine, wie soll ich sagen, eine Schwadron von Omas und Opas gegen rechts mit komplett neongelb und knallroten, nur knallrote oder neongelbe und so. Klamotten an, Helme alle auf. Und die fuhren da so und haben dann so, die haben so eine Radtour gemacht, so 30 Opas und Omas. Ich habe das auch schon öfter gesagt, das sind ja die Schwächsten. Also das sind ja, how many of these could you take in a fight und so weiter. Also pass auf. Na, das ist, wir sind wieder bei Menschenleben und Gesundheit. Fahren mit dem Fahrrad da durch den Rotenkirchener Wald, ja. Alle Menschen sind gleich. So. Liebe ist niemals falsch. Genau. Und Demokratie ganz wichtig. Der Punkt ist, das sind ja wirklich die feigesten Mitläufer, psychisch schwach, labil, manipulierbar, körperlich schwach. Merkt ihr nicht, wenn ihr mitmacht und keiner sagt was und alle klatschen von Amazon
über Rewe bis zum Böhmi, bis zum Brolaf Stolz. Ihr geht jetzt, jetzt reicht's, jetzt gehe ich für die Regierung auf die Straße. Also, da sind wir hier wieder bei dem Thema Psychologie. Sie haben es erforscht, Sie sehen es nicht. Und das war eigentlich auch das, was ich sagen wollte mit Natur. Du kannst die Natur nicht überlisten. Du kannst es erforschen, du kannst es erkennen, du kannst die Muster beschreiben, aber du kannst die Natur nicht überlisten. Am Ende, obwohl du alles verstanden hast, machst du trotzdem das, was die Natur will. Ja. So, hast du es verstanden? Okay. Und ob du jetzt trotzdem so bist wie ein Mensch, ja, ja, wie ein Schwächling, wie ein... Und dann kommt es zu solchen Auswüchsen und dann auch Omas gegen Rechts und so weiter. Die ungefährlichsten, das sind ja die, die einem gar nichts zufügen könnten. Einer wirklichen Gewaltherrschaft hätten die ja gar nichts entgegenzusetzen. Null. Das heißt, wir leben in der schwächsten, schlaffsten Zeit überhaupt. Ja, ja. Also wenn die anfangen, Ansagevideos auf TikTok und so rauszuhauen, dann heißt das, ihr habt überhaupt gar nichts zu befürchten. Null. Das heißt, ihr seid komplett, ihr seid die nutzlosesten Mitglieder der Gesellschaft. Ja. Und ihr macht halt Ansagen. Das heißt, versteht ihr? Es ist für den Arsch. Komplett, Junge. Niemand braucht euch. Peinlich, ihr seid höchstens Erfüllungsgehilfen des Regimes halt. Ja. Ihr wärt die Trottel gewesen, die damals auch noch 100%. Helfen auch mit. Wärt auch noch mit dem Hakenkreuz-Fähnchen um die Ecke gestolpert gekommen. Merkels so, willige Vollstrecker. Ja, ist gut, Opa, komm. Kannst zu Hause, es ist egal, es läuft eh. Es läuft eh so, wie es läuft. Du musst nicht noch, du musst nicht auch noch mithelfen. Tja, aber die helfen auch alle mit. Helfen auch mit, sind auch mutig. Ich meine, da hatte ich auch nochmal einen Gedanken, als ich hier heute, original, als ich diese Opas und Omas dann mit dem Fahrrädern mit ihren Funktionsneonkleidern durch den Wald, ey. Also klar, die mussten natürlich alle so angezogen sein. Kommen Sie aus Deutschland? Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie. Kam mir nochmal Deutsch in den Sinn. Warum das aber, das ist ja eine wachsende Gruppe, von denen wird es ja noch viel, viel mehr geben in den nächsten Jahren. Ja, die Alterspyramide. Weil alle müssen ja überleben und uralt werden. Also auch wenn niemand darf mehr sterben. Wenn, auch wenn es gar keinen Bock mehr macht, aber niemand egal wie schlaff du bist. Genau. Muss auch mithelfen. Durch Impfungen und so weiter. Muss für die Regierung auf die Straße, noch im Rollstuhl zur Not, am Tropf. Ja. Ist egal, muss. Ey, Raul Krauthausen, Bundeskanzler, wann? Ja, das kommt ja auch noch. Das kommt auch noch. Ich habe dann nochmal gedacht, warum zum Beispiel unser Superheld, der Böhmermann, der hat ja auch sich immer so für Alte engagiert und viel für alte Leute gemacht mit diesem anderen Heini, wo der den Podcast da gemacht hatte. Da, ja? Auf aber jeden war Fall. Nicht auch immer so, Oma ist eine alte Umweltsau ja, und einschläfern, genau. Weil es schlecht fürs Klima und so? Sowohl als auch. Also mal so, mal so. Also die Umweltsau muss eingeschläfert werden natürlich. Klar. Aber wegen Corona sollten die ja auch geschützt richtig. Werden und so. Ja, die ja. haben, und bei Corona haben die erkannt, okay, das sind so viele Millionen Leute Rentner und eben die, die ja, noch überleben, die wir noch so durch. Da kommt, die gucken vor allen Dingen den Rotfunk. Die gucken den Rotfunk, die haben Fernseher, Videotext. Die hören vielleicht sogar den netten Böhmermann, weil er ist doch so ein netter Junge. Netter junger Mann. Netter junger Mann, 50 Jahre alt. Genau, sieht aus wie 70. Er vor allem sieht ja auch aus wie eine Lesbe. Also ja. Hat halt saftige Schenkel. Plus, die dürfen alle noch, also ich meine, Wahlrecht in der Demokratie verfällt ja nicht. Das heißt, du kannst auch als 90-Jähriger, auch wenn du hängst, kann man noch einen Brief abschicken für die ja, Grünen. Ja, siehe Ruprecht Polenz. Und den kann man auch noch erzählen, weil es eh egal ist. Also, es ist, genau, den kannst du alles erzählen, mit denen kannst du alles machen. Und deswegen, und die sind das halt der einzige das Grund, Menschenmaterial mit denen. Ist, nur darum geht's, und sonst nix. Ja. Also das ist die Masse. Und dann so, ja hier, wir haben noch die Stimmen hier. Genau. Also, ja. Also, aber es ist auch dieses... Weißt du noch, als sie sich abgefuckt haben beim Brexit, dass da so viele abgestimmt haben, die so alt sind, dass die, für die ja keine Rolle mehr spielt? Ach so, das war schlecht. Aber dass wir jetzt hier, was wir hier so gerade veranstalten, ist... Das, also wir reden ja von deutsche Boomer-Omas und Opas. Genau. Sind ja selber schon solche und auch Versager gewesen. Noch. Gibt ja noch also, viele danach noch. Beziehungsweise... Davor meine ich. Wen sieht man nicht bei den Omas gegen Rechts? Weil die 8 Enkelkinder gerade haben. Und die bei denen auf dem Schoß rumspringen. Hm. Unsere lieben, was weiß ich, türkischen Mitglieder der Gesellschaft. Ey, ob da wohl keine mit einem crazy Pony, bunt gefärbten Pony und Oktagonbrille gegen rechts am Rumspringen ist. Den blau gefärbten Masken Typ auf dem Fahrrad, den ich dir geschickt habe, heute aus Bochum. Ey, hast du das Foto gemacht? Ja, Vega. Ja, moin, ey.
Ja. Ja, also, will sagen, das ist doch auch schon Decline of Western Civilization, dass überhaupt, ich meine, Omas und Opas waren früher so, verstehen die Jugend nicht mehr. Genau. Und früher wärst du noch dies und das und da hätten wir euch mit dem Stecke der Arsch tätowiert. Weißt du? Ja. Ja. Und jetzt sind die halt so crazy Omas und Opas und gehen allen auf die Eier. Machen TikTok-Videos gegen rechts und ja, keine Ahnung. Ja, und sind halt, ich meine, wie Tim Dillon schon sagt, so. Ja, die, also komplett, also komplette Egozentrik und eigentlich zero fucks geben. Uns, die Sintflut. Es kann auch literally alles an den Arsch gehen, genau. Ja. Also natürlich größte Angst Sintflut, weil es ja Klimawandel. Ja. Also auch die Psychose voll mitmachen. Gut, die, wie du sagst, je schwächer, labiler, kaputter, abhängiger, desto einfacher manipulierbar. Und deswegen ist ja, das natürlich... Der Punkt ist, daran siehst die, du, die, da wo die deswegen mitmachen... Deswegen sind die für die Demokratie... Genau. Für die Demokratie sind die die wertvollsten Leute. Genau, und für das, was die Schwächsten und Labilsten beklatschen, ist wahrscheinlich das Gefährlichste. Und das, wo die dagegen sind... Ist wahrscheinlich das Klügste. Also, ist wahrscheinlich weil das ganz ja, okay. Es sind ja die Schwächsten. Also, es sind ja, ja, ja. Weißt du, du kannst ja, das ist ja ein Indikator. Das heißt, okay, wenn es gar nichts dazugehört, dann müsste man das eigentlich hinterfragen, so. Ja. Ja. Survival of the Schlaffest. Also, auch das, danke für den Indikator, Omas gegen rechts. So krass. Da weiß ich ja jetzt, wofür und wogegen ich sein muss, ja. Ja. Also, ja, was haben wir denn noch? Gesundheit. Ich war beim Zahnarzt. Deswegen, hast du gute Zähne, Big Mike? Hab ich. Aber gut, weißt du, warum? Das freut nicht, mich. Nicht, weil ich beim Zahnarzt war. Sondern? Ich habe jetzt 2 Jahre lang diese Behandlung gemacht gegen den Zahnfleischrückgang. Parodontose. Parodontose ist Prophylaxe, das, ne? Genau. Und das ist vererbt, meinen die auch und so, bla bla bla. Es gibt zwei Typen. Es gibt Karies-Typ und Parodontose-Typ. Ja, ich bin auch eher der Parodontose-Typ. Ich habe keine Löcher in den Zähnen, aber ich, ja, bei mir fängt Zahnfleisch jedenfalls an zu bluten. Gut, dann war ich ja hier in der Zahnarztpraxis, die war auch mal ganz gut. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir nochmal. Und den besten Wert, den man erreichen kann, ist wahrscheinlich eine 3, weil das war ziemlich nochmal drunter. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wie so ein bisschen wie Schulnoten oder was, wo die halt messen. Jedenfalls bin ich jetzt mittlerweile überall bei 2. War jetzt nochmal über ein halbes Jahr seit der letzten Kontrolle und Dings. Und jetzt war die letzte Behandlung und Kontrolle und er meinte jetzt, alles gut. Literally. Alles gut. Auch die Zähne, okay. Sehr gut. Mundhygiene, sehr gut. In der Praxis, habe ich ja die Story ein paar Mal erzählt, da haben die mir immer im Abstand von einem halben Jahr erzählt, ah ja, nee, ist noch nicht so gut, wie machen sie denn die Zähne sauber, so und so und so. Ja. Nee, genau, alles genau andersrum machen. Ich komme nochmal, ja, es ist schon besser, aber immer noch nicht, wie machen sie die Zähne sauber? Ja, genau so, genau gesagt, was sie beim letzten Mal gesagt haben, nee, ist falsch. Alles nochmal andersrum, so wie ich es vorher gemacht habe. Dann, ey, wie ein Geschenk des Himmels, Andrew Huberman macht einen Podcast über Oral Health. Zahnhygiene. Und erklärt da anderthalb Stunden lang, der ist ja eh der Allerbeste. Ich meine, gut. Der, ey, wissen die den jetzt canceln wollten, Alter. Ja, war gut. Der so. Er hat's weg. Aber es haben viele drüber geredet. Dann zero doch. Fucks given. Da muss ich aber sagen, auch die Fans. Also auch unsere Boys. Auch so, die Fans, ja, die aber dann sagen, ja, stabil, dass er nicht drüber redet. Ja, er redet doch auch nicht drüber. Ja. Es ist, wenn nichts ist, dann redet man auch nicht drüber. Also gar nicht. Und wenn man mit ihm ist, und es ist nichts und ihn juckt's nicht, es warum? Ist jetzt auch over. Es, genau, es ist original over. Und das ist meiner Meinung nach auch eine super White Pill, weil so laid back und cool wie der, also einfach don't und engage der hat, zu, und der hat, zu end zu, durchgespielt. Weil ich habe die nicht alle gehört, aber ich habe immer geguckt, was er veröffentlicht, die Podcasts, und das waren alles Banger. Und ich so, ja, boah, der hat einfach die wollten ihn komplett natürlich bei Stanford ja, canceln, dass er ja, da rausfliegt. Und dann denke ich mir so, also Moment mal, Huberman braucht Stanford nicht. Ja, ja, genau. So, genau. Auf jeden Fall, also absoluter King. Aber das der siehst du mal, absolute wie ideologisch King auch der Lehrbetrieb ja, ist. Also sie haben es ja, glaube ich, nicht gemacht, aber im Endeffekt, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wird, dass man sagt, ja besser hier einer, der nicht doof ist, als einen guten Mist. Unglaublich. Genau. Ja, weil gut, die ist auch Enabling, wenn du, wenn es da Präzedenzfälle gibt, wo sowas funktioniert hat, dann ist natürlich beim Petersen haben sie es ja durchgeknallte Hexe auch ermutigt. Ja, dann versuche ich es. Warum soll ich es nicht auch mal versuchen? Das ist ja mit allem, was du den ja, Leuten durchgehen ja, lässt. Jedenfalls der Podcast ist ja schon ein paar Wochen alt.
länger, Monate. Da habe ich ja auch hier gesagt, das mache ich jetzt so, genauso wie der Human es empfohlen hat. Der macht ja auch Optionen so und so. So mache ich es. Komm dahin, die sagen, okay, krass, es ist noch besser, als es quasi eigentlich werden kann mit dem Zahnfleisch. Sein kann. Der, die meint ja, die Zahnärzte meinte mir, auf einen Zweierwert oder überhalb kommt man nicht mehr. Und jetzt waren alle auf zwei. Also es ist wieder komplett hergestellt alles. Andrew und Huberman. Die meinten, mundhygienemäßig kann man es nicht besser machen als. Geil, Mann. So, ich meine, gut. Also kann man wahrscheinlich auch nicht. Nee. Weil du hast ja auf ihn gehört. Und dann habe ich gefragt, ja, okay. Aber ich soll trotzdem noch einmal im Jahr zur Zahnreinigung kommen. Warum? Ja, weil die und die Sachen kann man nicht selber machen. Ich weiß, warum? Ja, ein paar Stellen, verschachtelte Zähne, kommt man nicht dran. Zum Glück kenne ich ja einen Zahnarzt, den habe ich ja gerade den Namen eben schon gesagt. Mhm. Ich meine, was ist mit dem Werkzeug? Was die mir da machen, kann ich doch selber machen zu Hause. 3-4 Mal im Jahr. Mit der, ja, ja, stimmt, man muss nicht zum Zahnarzt gehen. Weil wir immer noch gesagt haben, das Letzte, woran wir so glauben, was noch Sinn machen kann, ist der Zahnarzt. Ich weil da habe ich immer das Gefühl danach, es wurde was gemacht. Huberman. Huberman, Mundhygiene-Routine machen und dann holst du dir das restliche, die zwei Sachen vom Zahnarzt, das Besteck selber. Ich sag, das ist alles Kommunismus. Das Gesundheitssystem, dieses Clownwort, ist so streng getaktet und auf und natürlich auch, und alle kriegen das Gleiche und alle sind gleich und wir haben das gleich Beste der Welt. Ja. Der Trump will ja die Krankenkassen abschaffen. Der Trump will ja die Krankenkassen verbieten, genau. Und ich schwöre, dass du als Arzt in Deutschland noch reich zu werden, ist eh schon nicht... Ist nicht mehr so einfach. Ist nicht mehr so einfach. Ja, nicht, dass die schlecht verdienen oder so, aber es ist... Alles sehr, was darfst du abrechnen, was nicht und so weiter und so fort. Wer kriegt was? Genau. Du bist ja auch an das Kassensystem komplett gebunden. Ja. So. Deswegen haben die auf den Lauterbach diesen Megakommunisten auch alles keinen Bock. Jetzt kommt's. Natürlich will man die Ärzte aber auch ein bisschen bei Laune halten. Und das heißt, man gibt denen dies und das. Sagt dann, pass auf. Ihr macht einmal, ihr könnt einmal im Jahr dat und dat mit denen machen. Das bezahlen wir. Und das ist euer. Aufwand 3 Minuten. Das ist euer Ding. Ja. Und. Weißt du, ich wette, das ist vielleicht nicht offiziell abgesprochen, aber man... Ja, natürlich. Also, es ist sogar offiziell. Das ist quasi offiziell, dass man sagt, Vorsorge, okay, die Dinger könnt ihr machen. Wir empfehlen das und das. Damit kannst du Geld verdienen. So, alleine schon Krankschreiben. Ja. Fürs Krankschreiben kriegt ein Arzt noch Geld. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Ja, gut, ja. Weißt du, was ganz gut war im Nachhinein? Kennst du noch die Praxisgebühr? Ich meine, ja, kenne ich. Ja, ja. Es ist natürlich auch beschissen, aber weißt du, dass da der Krankenstand natürlich auf dem geringsten Level ever war, weil keiner Bock hatte, 10 Euro zu zahlen. Ich halte natürlich auch davon, so geil, diese Gebühr ne? ist auch verarscht. Also aber bist du krank oder nicht? Ja. So, weißt du was? Überhaupt krank melden. In den USA meldet sich keiner krank. Weißt du warum? Ja, weil das nicht geht und weil erstens hast du da keinen Geld. Urlaub. Genau. So, weißt du, was du da aber kriegst? Viel, viel Geld am Monatsende. Mhm. Viel, viel Geld am Monatsende. Und davon darfst du auch mehr behalten. So, was mach mal? Wenn du krank sein willst, dann bist du krank, aber dann kriegst du den Tag nichts. Okay? Ja, day off. Bist du krank? Jo. Ja, ich weiß. Also so das ist ja alles nicht jeder. Ja. Ja. Auf jeden Fall dieses Arzt-Ding, wie gesagt, auch Zahnarzt, meiner Meinung nach, dann doch im Nachhinein ein Scam. Huberman, mehr braucht man nicht. Aber liegt alles an diesem... Natürlich. Verstehst du? Und don't hate the player, hate the game. Ich raff irgendwo, dass die dann sagen, ja gut, okay, wir wollen ja auch irgendwo, was machen wir? Was können wir machen, was dürfen wir machen? Und dann empfehlen wir das den Leuten. So. Also eine Stimme... Aber ja, es also ist alles Bullshit. Evidence, aber eine Stimme eines Arztes, vielleicht ist das a thing, ist, dass so... Ärzte sehr viel früher aufhören zu arbeiten gerade, weil die sagen, lohnt sich ja überhaupt nicht, bin ich doof, mache ich, warum auch, soll ich das machen? Und danke. Dadurch mehr sagen wir mal, migrantische Ärzte kommen, für die ist das natürlich mehr Geld im Verhältnis zu dem. Ja. Und die machen es aber dann auch zum Beispiel, ist das beste Beispiel mit dem, sagen wir jetzt nicht, dass er bei mir der Arzt war, aber sagen wir mal, es war ein Iraner. Und der war im Iran und hat da einen Top-Job gemacht. Der ist wirklich ein sehr guter Zahnarzt. Mhm. Der kommt hier hin, kriegt hier natürlich im Verhältnis viel mehr Geld. Sieht aber auch die Schwächen des Systems und dass es ein Scam ist und eine Verarschung ist. Und denkt dann, ich gebe mir natürlich hier jetzt nicht mehr Mühe als da. Ich mache das, was ich machen muss, wie es auf dem Papier steht, kriege dann dafür das Geld. Und damit geht die Rechnung für mich auf. Einer, der schon 20 Jahre Arzt war, Zahnarzt, sag ich mal das Beispiel nochmal in Deutschland, und sieht, okay, ich krieg für dieselbe Leistung wie vor 20 Jahren jetzt viel weniger Geld,
und die macht auch keinen Sinn. Also entweder mache ich das dann natürlich auch noch schlechter oder gar nicht mehr. Mhm. Und auf dem Weg sind wir gerade. Also deswegen sollte man erst recht zusehen, dass man erst gar nicht zum Arzt muss. Und vor allen Dingen, hat man alles schon gesagt, wann muss man es denn wirklich? Wann, wie oft? Ey, wenn du 5-mal im Jahr beim Arzt bist, dann stimmt was nicht mit dir, aber oben. Ich bin der Meinung, wenn du halt irgendwas erkältungsmäßig oder so hast und es geht nicht weg und hast einfach keinen Bock und es gibt Medikamente, da glaube ich zum Teil dran. Pharmaindustrie, glaube ich, zu 99% auch Scam. Aber was schwachsinnig ist, dass es Apotheken gibt, die auch zu 99% Schrott verkaufen, nur Placebo oder Scheiß oder Gift. Aber pass mal auf. Aber die paar Sachen, die wirken, dass es dann sowas gibt wie verschreibungspflichtig. Das und muss weg. Ich sag auch was, wenn du mehrmals im Jahr original krank bist, ist auch was. Es ist mit deinem Immunsystem was. Ja, ja. So, und das andere ist Instant Gratification. Delayed Gratification ist, krieg doch mal dein Immunsystem auf die Reihe. Ja. Bau doch mal ein paar Widerstandskräfte auf, dass du nicht, also es kann nicht sein, es gibt Leute, die sind 5-mal im Jahr erkältet. Was geht? Ja. Das gibt es nicht. Also gab es früher nicht. Nee, meiner Meinung nach nicht. Ja. Ja, und dann auch noch ausfallen jedes Mal, ist natürlich auch besonders krass. Ja, ich meine, aber es ist ja auch egal, genau. Ist auch egal. Büro spielen, genau. Hat man also, eben. Ja, nochmal Health und Gym. Vielleicht hast du ja noch Gym-Updates. Wir fahren ja immer tolle Sachen bei McFit. Nein. Ich habe auf jeden Fall die drei Sachen, weil ich immer gesagt habe, hier, ich bin ja großer Fan von Athlean X. Das ist ja quasi so für Gym, Anatomie. Der ist wirklich lean. Der und Lieberman stecken ja auch zusammen. 3%. Ja, ohne Scheiße. Und ein absoluter Profi und auch alles von dem immer auch unterhaltsam und sehenswert. Die drei Sachen, wo ich jetzt sagen muss, von den ganzen Stretch-Sachen, wo ich ja habe, auch mit meinem Nacken, ich habe ja gesagt, ich habe ja dauernd diesen Nackenscheiß. Drei Dinger, die man machen muss, da gibt es ja 5000 Videos, wie tu das jeden Tag, tu das jeden Tag. Klar, wenn du alles jeden Tag machst, nur 3 Minuten davon, 3 Minuten, wenn du aber alles machst, dann musst du ja jeden Tag 5 Stunden oder so trainieren und stretchen oder sowas. Und Training bin ich ja mittlerweile so eine halbe Stunde durch mit einem harten Training mit 20 bis 30 Sätzen. Mhm. Also keine Pausen, nur Supersätze, Zirkeltraining und so weiter. Supersätze, beste. Allerbeste. Weil du immer, machst halt 2 Sachen. Ja. Und immer die Reihenfolge wechseln, die Intensität wechseln, die Anzahl von den Wiederholungen umdrehen und so. Das ist es auf jeden Fall. Vor allen Dingen so mal in unserer Altersklasse. Mhm. Aber zum Thema Stretchen und Vorbeugen, nicht nur Vorbeugen, ist auch alles, das sind auch so alles die Kraftdinger. Planks zum Beispiel sagt der Athlean X, ist Quatsch. Statisch halten, isometrisch, bringt ja irgendwann nichts mehr. Das kann man mal machen, wenn man einen Plank eine Minute halten kann. Ich mache jeden Morgen eine Plank. Eine Minute oder wie? Nee, 3 Minuten. Das ist schon zu lang. Wenn du länger als eine Minute planken kannst, das ist zu viel. Dann, also ist nicht verkehrt, aber dann solltest du die Intensität steigern und es irgendwie mit einer Bewegung verbinden. Aber es wird schon schwerer, je länger. Also ja, ich, aber am Ende kann ich nicht mehr. Solange isometrisch halten, hat halt keinen Vorteil mehr. Also es ist einfach Zeitverschwendung eigentlich, sagt der Athlean X. Für mich ist das so ein bisschen so ein Warm-up. Du könntest zum Beispiel dann Bewegungen machen, also mit den Füßen wippen, die Dings, damit es schwerer wird. Weil sonst ist es ja nicht progressiv. Mhm. Sonst kannst du irgendwann eine halbe Stunde planken. Schwerer wird es ja durch die Dauer. Ja, ist ja am Ende schwerer als am Anfang, das ist ja klar. Die Steigerung ab einer Minute, meinte der, ist... also ich finde, gut, wenn das nichts bringt. Aber ich finde, es ist merklich schwerer nach 2 Minuten als nach einer. Es gibt bei Plank, also Steigerungsmöglichkeiten gibt's, aber isometrisch und lange irgendwas halten, ist nicht so, bringt nicht so viel. Aber ich habe die drei Sachen gefunden, meiner Meinung nach, wo es auch immer mehr Input gibt hier bei YouTube und so weiter, wo es heißt, das ist das Ding, was jeder machen kann und soll. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu Hause zu machen, vor allen Dingen für einen langen Lulatsch wie mich. Aber ich fange mal an mit dem Deep Squats, das habe ich schon mal gesagt. Mhm. Einfach in den Squat gehen, ganz weit runter gehen und auch da erstmal halten. Wenn du das aber eine Minute problemlos halten kannst, dann ist es zu weak. Dann musst du anfangen, in der Minute direkt vom Start an zu drehen, versuchen, den Arm nach oben zu machen im Squat. Und dich so viel zu bewegen wie möglich, eine Minute lang. Aber die ist halt nur eine Minute, den Deep Squat so intensiv wie möglich zu machen. Muss man auch nicht jeden Tag, aber ich sag mal 2-mal die Woche alles. Top, Deep Squat Pflicht. Dann kam ich jetzt vor kurzem drauf, ich glaube, es kam auch von Bruce Lee oder sowas. Horse Stance, kennst du das? Der war krass unterwegs auf jeden Fall. Horse Stance ist also ähnlich wie Deep Squat, also auch für Mobility. Deep Squat ist eigentlich im Prinzip auch für den hinteren Körper, ist auch für den unteren Rücken super gut. Beine,
nur so als Stretch und als ja, Vorbeugung gegen Verletzungen und sowas, bei wenn du dann schwer squattest oder sonst was machst. Der Horse Stance ist, da stellst du dich mit den Beinen ganz weit auseinander hin und gehst dann in die Hocke. Da musst du natürlich Gleichgewicht halten und dann, wenn du das auch, das braucht man auch keine 10 Minuten machen, aber halt versuchen, die Intensität zu steigern, zu also Horse Stance ist auch richtig geil, öffnet halt die Hüfte, für die Hüfte ultra gut, auch für den unteren Rücken, für die Knie, für die Fußgelenke, absolut top. Deep Squat, Horse Stance und das neue Ding, wusste ich eigentlich auch schon immer, hängen. Sich aushängen. Grip Strength, ne? Grip Strength, also das geht relativ schnell, also die Griffkraft kriegst du, wenn du es täglich machst, ultra, ultra schnell. Das ist natürlich für Klimmzüge und so gut. Ja, ja. Du kannst aber, also du kannst passiv hängen, dead hang einfach nur. Ist halt für Wirbelsäule, vor allem für die Schulter und für den Nacken, ultra krass, weil alles resettet. Wie lange hängst du dann so? Also wenn man es schafft, 2 Minuten. Am Anfang schafft man nur ein paar Sekunden. Ich habe es jetzt im Gym gemacht, wo ich mich richtig aushängen konnte. Also ich probiere mal, ich habe keine Vorstellung. Und dann gibt es da ja halt auch Varianten. Zum Beispiel halt quasi wie einen Klimmzug zu machen, aber dich nicht hochzuziehen, dass die Arme beugen, sondern mit gestreckten Armen einen Klimmzug. Ist auch nicht meine... Nur an die Schultern gehst. Spezialdisziplin, aber okay. Und dann gibt es noch diesen, irgendwie irgendwas mit Schwan heißt die Übung, sterbende Schwan, wo du dich quasi hochziehst. Ja, ich poste das, also gibt ja keinen, doch, bei YouTube, bei kann YouTube ich auch posten. Kannst du posten. Ja, stimmt. Ihr könnt bei YouTube kommentieren. Big Mike kommt in die YouTube-Kommentare. In den Kommentar. Und eine Variation davon ist halt für den kompletten Oberkörper, wie gesagt, vom Kopf, Nackenbereich, bis unten in die Wirbelsäule. Boah, ist das the show about die everything heute. Sind wirklich ober geil. Ich mache jetzt okay, diese Hangs. Okay, ich merke richtig, das hat dir richtig noch vor allen Dingen im Gym, also wie gesagt, zu Hause, wenn ich mich da an meinen Rack hänge, dann hänge ich mich, muss ich ja schon die Knie anwinkeln. Wenn ich aber mich aushänge, merke ich schon beim Hängen, ich komme trotzdem mit den Knien wieder auf den Boden, weil ich da so lang gezogen werde vorne. Ach krass. Ich muss halt im Gym machen, aber zweimal die Woche reicht ja. Und da sind dann halt auch dickere Balken, die finde ich, ehrlich gesagt, leichter zum Greifen. Und dann kann man noch länger hängen. Und ja, das ist Abhängen, was klar geht. Ja, gut. Hängen. Also, wie gesagt, gute Show about everything. Und ich merke, das hat dich anscheinend noch beschäftigt. Ja, ist super geil. Und wir reden ja eh immer viel über Gymkram auch sind und so weiter. Sind 3-4 Minuten, die du den Kram ich hatte das letzte Gym-Etikette-Ding hatte ich, da habe ich dem Frank Vorbild erzählt, auch auf Patreon. Mit dem Kaugummis da im Pissoir. Alter, das war das letzte. Dich, Junge. Ich hasse das. Ey, ist das reulich. Ich hasse das. Ich finde Kaugummi auch eh, glaube ich, unnötig. Okay, wie auch immer. Wie du eingangs schon gesagt hast, es gibt Sachen, die verbinde ich so mit Popkultur oder wie wir Rauchen, auch Rauchen gesagt stimmt. haben. Filme, wenn ich alte Filme ja, gucke. Naja. Rauchen, man kann sagen, was man will. Unter Umständen, wenn du die richtige Person bist, der junge Mickey Rourke, dann ja. sieht es fucking cool aus. Sonny Crockett. Was nicht cool aussieht, ist am Elfbar lutschen. Bah. Und ich glaube, das ist ja auch Global Homo-mäßig gewollt. Ja, ja. Das soll man ja. Man ja. soll ja sich erniedrigen. Rauchen. Und Kaugummi ist auch für mich so ein Ding. Kaugummi kauen, Bubbles machen, so. Das hat sowas, Bazooka Joe und so. Naja, stimmt schon. Das hat was Amerikanisches irgendwie so. Ist auch, ja. Aber mach doch nicht so. Ja, natürlich. Ne? Denn ins Klo spucken ist dann wirklich würdelos einfach. Asozial. Gab's nicht in irgendeinem Film, wer hat denn immer so Blasen gemacht? In irgendeinem ultra geilen alten Film. The Wanderers. Wanderers, ne? Ist der nee, da? Oder Outsider. Outsider, ja. Naja. Ja, genau. Ich glaube aber, Wanderers auch egal, whatever. Ja, kann auch sein. Also es ist ja egal. Du kannst, egal was es ist, über alles, was wir so sprechen. Bubblegum halt. Rauchen, ne? Kaugummi kauen, Bandshirts tragen, kiffen sogar. Egal was, Lego bauen. Kiffen erlaube ich, wenn machen. Du Phil Anselmo oder Mike Tyson bist. Du kannst alles machen, aber sei kein Kommunist. Das ist eigentlich der Punkt. So ein Schlusswort eigentlich, oder? Ja, ich habe aber noch, ich muss noch ein paar Sachen. Du kannst Sachen. Alles machen, aber sei kein Kommunist. Du kannst alles machen und sei halt nicht links. Genau. Sei auch cool, aber man ist automatisch schon cool, wenn man einfach kein Kommunist ist. Yo. Ist eigentlich nicht so schwer. No-brainer. Ja. Und wenn du überlegen musst, bin ich ein Kommunist oder nicht, ist genau wie mit NPC, wahrscheinlich bist du dann einer. Mhm. Ja, tut mir leid. Ich habe Film geguckt. Ich auch, 2 Stück. Ich habe einen gute. Geguckt. Dann mach du erstmal, dann ich. Dann vielleicht war es ja derselbe. Ja, sag mal. Das wäre krass. Also ich habe einen traurigen und einen lustigen.
Ich habe nur einen Giallo. Weder noch. Ich habe noch mal geguckt, jetzt diesmal richtig, beide habe ich gekauft bei Amazon. Thanksgiving mit Tim Dillon von Eli Roth. Fuck, den muss ich noch gucken. Der ist lustig, ne? Er ist lustig. Und ich schwöre, er ist so camp. Es ist so 80s-mäßig. Oh, geil. Hab ich natürlich Bock. Auf ey, neu. Gar nicht so am Schirm. Super also, geil. Geht Tim, gut ab. Tim Dillon. Also Tim Dillon. Herrlich. Irgendwann ja, gut. Ist natürlich auch, wird er natürlich auch geäxt so. Aber einfach, macht einfach Bock. Hammer. Macht einfach Bock. Und Eli Roth ist manchmal so Hit and Miss. Ich mag ihn eigentlich einfach und ich verfolge seine ganze Karriere. Mit Cabin Fever ging es ja los so. Aber das hier ist auf jeden Fall mal wieder ein Banger gewesen. Krass. Und halt Grindhouse-Trailer war das, ne? Ja. Und Tim Dillon, ich mag, er ist jetzt nicht die Hauptrolle, aber spielt auch jetzt mehr mit als in einer Szene. Also hat schon hat schon eine Rolle in dem Film. Boah, Hammer. Ich glaube, fange ich heute auch an. Übrigens, Tim Dillon Interview habe ich in den Telegram-Channel gepostet oder beziehungsweise findest du auch auf YouTube. Sehr gut. Wo er wirklich kein Podcast, sondern er wird interviewt. Und es ist im Prinzip wie ein Podcast, weil er frei redet, aber über sein Leben auch und so und wie er aufgewachsen ist und so. Und das ist echt, hat man ja schon hier und da schon mal viel erfahren, aber es ist wirklich, als Typ ist ein Genie, meiner Meinung nach. Ich finde, er hat einen sehr schlechten Klamottenstil. Das ist Phänomen. Aber, Gay Lifestyle. Aber es ist eigentlich durchgespielt. Mike Tyson kifft, okay. Ja, ja. Tim Dillon sieht halt so aus. Ja. Der Typ ist ein fucking Genie. Ja, 100%. Weil der auch oft, also er podcastet ja. Und ich dachte eigentlich, dass er vorher sich das mehr scriptet. Und das ein bisschen übt. Das ist komplett off the cuff. Ja, ja. Und das ist... Das ist wirklich krass. Das ist wirklich, wer schon mal einen Podcast-Monolog selber versucht hat zu machen, ich kenne das, das ist die Königsdisziplin. Mir selber fällt es wahnsinnig schwer. Viele sagen, es gefällt ihnen, wenn ich es mache, aber es ist nicht mein Lieblings. Und er haut das raus und das ist im Prinzip aufnahmereif. Also kannst du im Prinzip, könntest du da ein Album von machen. Ja, ja, von so das einer ist Folge. Phänomenal. Die ohne Ideen, viel auf die der kommt, man, ich finde, man merkt, dass es spontan ist. Weil der redet sich ja so in Rage, aber nicht so Bill Burr-mäßig, so Rant-mäßig, sondern wirklich, der zieht alles so krass ins Lächerliche und ist ja auch Verhöhnung auf einem anderen Level, also wirklich komplett unbitter. Beantwortet auch die Frage genial, so, warum Mann. Er so viele Sachen sagen darf, die man eigentlich, die gar nicht gehen so. Es ist ja wirklich auch schon... Wenn ich einfach eingebe bei YouTube, ich schick dir das Tim Dillon Google-Interview. Der war jetzt in Europa unterwegs, UK und so weiter. Ja, ist er noch, glaube ich. Und da hat irgendein UK-Dude hat ihn geil, interviewt Mann. Und der hat ihn auch reden lassen. So. Das war jetzt nicht so ein Podcast-Gespräch, sondern ja, wollte von ihm vieles wissen. Und das Thanksgiving, ist echt, Alter, muss ich haben. Alter. Ich habe noch auf der Watchlist immer noch Dream Scenario und auch diesen Massive Talent. Beide mit Nicolas Cage. Der ist sehr gut. Also ich liebe Nicolas Cage. Andy auch, ist richtig cool. Ja, ja, der ist gut. Ist sehr gut. Der andere Film war Iron Claw. World Wrestling Federation Film aus 70er Jahre. Und so eine Wrestling-Familie, The Von Erich, The Von Erich Family. Und die sind auch gegen Ric Flair und so weiter angetreten. Und da spielt Zac Efron spielt einen von den Brüdern. Film, ne? Neuer Film, aber 70er Jahre USA. Ach geil. Boah. Und Wrestling. Und der ist richtig, richtig geil gemacht. Richtig geil. Also der Vibe, 70s USA, boah, Musik geil. Und alles. Es kommt so gut rüber. Ich würde sagen, ich war überrascht, dass man einen Film nochmal so machen kann. Sprich auch mit allem, was wie die USA damals waren. Sprich auch, es war ein es ist mir einfach aufgefallen, es war nicht woke, im Sinne von, es wurde nicht drauf geachtet, dass möglichst viele Nicht-Weiße mitspielen, sondern es ist ein sehr, sehr weißer Film und es ist mir einfach vor dem Hintergrund, was heutzutage so auf Netflix kommt, ist es mir einfach aufgefallen, es ist mir so ins Auge gestochen, dass sie die USA aus den 70ern so abgebildet haben, wie die waren, dass es eigentlich müsste man fast sagen, der Film, aus heutiger Woker-Sicht ist der Film rassistisch. Naja. Weil er die Realität, glaub, die Realität ist Shogun, der Trick bei denen ist halt, ja, es war ja früher so. Immer, ja, aber das darfst du mittlerweile weiß, auch nicht mehr. Ich weiß, die früher, wollen ja sogar das es umkehren. Es müssen trotzdem da schwarze Lesben ich, rein aber und ich glaub, so. Da ist der Widerstand am größten, dass man sagen, dass sogar vielleicht der ein oder andere Schlaue oder Wokey denkt so, ja okay, aber das ist ja, dass die schon noch was merken. Da. Weißt du, was das Problem, das Rechte daran ist, ist, dass du dir denkst, du guckst das und denkst, it was all good. Und dann ist natürlich so, ja gut, was ist jetzt anders und so.
Aber it was all good. Und jetzt kommt's. Ich dachte eigentlich, wäre das mehr ein Wrestling-Film. Es geht um diese Wrestling-Familie. Ist eher so biografiemäßig oder was? Der Punkt ist, es ist eigentlich ein Film über Familie. Geil. Und das ist, und diese Familie hat viel Pech. Und das ist traurig auch. Also viele Schicksalsschläge und so weiter. Und das ist aber so wholesome. Du weißt, ich hatte nie eine Familie in dem Sinne. Und wenn man das sieht, wie eine Familie sein kann, mit diesen 3 oder 4 Söhnen, und die haben da ihr Grundstück und die haben in Texas leben die und arbeiten hart und geil. Aber trotzdem auch dieses kapitalistische Versprechen, irgendwo in diesem Wrestling-Entertainment-Betrieb drin zu sein. Die mussten jetzt nicht ans Fließband, aber es war trotzdem hart. Ja. Und trotzdem, aber trotzdem the pursuit of happiness, seinen Weg gehen zu können und auch trotzdem jetzt nicht, ja, viele Hindernisse, viele Hürden, viele Sachen, die auch schief gehen und viele Schmerzen auch. Und aber trotzdem auch dieses, wie die ihren Vater lieben. Und wie die sich, die Brüder sich lieben und wie die miteinander sein wollen und alles gemeinsam machen wollen und zusammenhalten und wirklich das Lieben mit ihrer Familie zu sein. So, das ist so, das gibt es ja selbst heute, selbst Leute, die eine Familie haben, in dieser Form, wie das da abgebildet ist. Vielleicht ist es auch irgendwo ein bisschen eine Romantisierung, aber es gab echt diese Familie. Ja, ja. Ne? Das ist einfach so eine schöne wholesome Message, auch wenn vieles schief geht, sie sagen, sie haben einen Fluch, so, ne? Ich will nicht zu viel spoilern. Iron Claw. Iron Claw, weil der Finishing Move von dem Vater, der war schon Wrestler, war die Iron Claw. Geil, Mann. Er hat dann so die Köpfe gepackt vom Gegner und dann hat er die so zerquetscht, ja, mit seiner eisernen Klaue, geil, so, ne? Und dann hat er an 2 der Söhne hat er diese Iron, die haben das dann auch immer gemacht, so, ne? Und deswegen hieß der Film so. Und ja, aber am Ende, wenn ihr euch versprecht davon, ihr müsst in the mood sein. Ja, weil wenn ihr euch davon versprecht, einfach nur Popkultur, Wrestling und ja, so. Das Wrestling ist quasi der Aufhänger, aber eigentlich geht es um Familie und auch viel um Schicksalsschläge. Ist ja und wie so bei The Wrestler. Der ist natürlich noch dramatischer, glaube ich, ja, so generell. Ja, es geht schon so in die der Richtung. Der ist ja auch ultra gut, obwohl der jetzt ziemlich dark so ist. Aber ist kein lustiger, actionmäßiger Film, sondern er ist schon, muss man in the mood sein. Ja. Sonst guck erst Thanksgiving. Ich habe noch, da fällt mir noch was ein. Ich habe doch 2 Filme. Und zwar der eine, als wir aus Amsterdam zurückkamen, haben wir den mit Janas Mutter geguckt, durch Zufall drüber gestolpert und ich fand ihn richtig top, weil er ist auch überhaupt nicht Vogue, komplett American Dream. Kennst du Boys in a Boat? Nee, das geht über ein Ruderteam aus USA in den 30er Jahren. Ich kenne hier nur. Und die sind angetreten bei der Olympiade in Deutschland, wo hier Hitler war und alles. Ah, ja, ja, genau. Und gewinnen dann halt auch. Also Spoiler, ja, aber ich meine, das weiß, glaub ich, wirklich jeder. Und das ist quasi eine echte Story auch. Und die kommen drauf, wie der Typ halt das Team gefunden hat, über das Team an sich. Und ist der das ist so auch Cool Runnings mäßig, ne? Mischung aus Cool Runnings, aber halt auch nicht lustig, eher so, aber auch nicht zu überdramatisch. Auch im Prinzip keine Boys große Boat, Handlung, okay, aber es ist einfach so ein bisschen so Mischung aus Rocky und Cool Runnings, hätte ich auch gesagt. Aber halt in den 30ern. Auch wie gesagt, viel Patriotismus, Story, Grind, American Dream. Ich fand den hammergut. Also gute Unterhaltung so. Und dann habe ich noch geguckt, Dark Classes, der letzte, glaube ich, letzte oder vorletzte Dario Argento-Film. Ah, okay. Sein Giallo-Comeback. Der hat halt komplett mittelmäßige Rezensionen. Also, aus diesem Jahrtausend wahrscheinlich dann, 20, oder? 22 sogar, glaube ich, oder 2019 oder irgendwie krass. Zwischen 19 und 22. Also neu, spielt auch quasi heute, aber halt modern gemacht, aber so Optik und Style und Mood ist halt schon auch komplett klassisch Giallo. Der war gut. Das Problem ist, der könnte sehr gut sein eigentlich. Und ich finde durch Editing, also ein paar handwerkliche Fehler einfach, schauspielerisch auch hier und da. Also ist halt so, bin ich ja kein Profi, so, aber hätte man ultra geil machen können, auch Story hätte eigentlich super cool sein können, ein bisschen High-Tension-mäßig an manchen Stellen, aber nicht, ach, ganz, den fand ich geil. Nicht ganz so brutal. Französische. Aber leider so. Horrorfilm. Ja. Also keine Empfehlung. Doch, also guck den mal und sag mal, wen fandst. Ich fand halt cool, dachte immer, ja, der ist geil. Ein paar Längen hat der auch. Der hat ja so eine Fünfer-Rating. Nicht gut, nicht scheiße. Das ist eigentlich das Schlimmste. Von IMDb oder was? Ja. Das ist ja mies.
unter 7 wird es schon schlecht, unter 6 geht gar nicht. Für einen Argento-Film halt, aber gut, neu. Ja. Okay. Der ist, trotzdem hatte der was. Also ich würde den empfehlen, wenn man auf Italo Giallo steht. Für den heutigen Film ist er gut, aber warum hat man ein paar Sachen so gefilmt und produziert und geschnitten? Wenn man sieht... Vor allen Dingen, er weiß doch, wie es geht. Seltsam. Allerdings. Ja. Ja, und ansonsten sind meine Empfehlungen natürlich am Freitag den neuen Song pumpen und in die Sonne gehen. Sole Mio. Ja, 100%. Eine Hymne über die Sonne, über Sonnenlicht, UV-Licht und die Power, die davon ausgeht, die Power, die dir gibt. Und man muss ja dazu sagen, es ist eine öffentliche Folge und wahrscheinlich die letzte, bevor du auftrittst, ne? Soll da jemand noch irgendwas machen? Allerdings, also die Show, es gibt noch 29 Tickets. Also die haben wir ja wohl nach dieser Folge hier verkauft. 29 Tickets. Plus der Song kommt jetzt am Freitag also raus. Also Big Mike in Köln ist legendär. Zu dem Song, der Song geht 5 Minuten lang. Das sind eigentlich 3 Songs in einem. Von den Parts her, was da alles drin ist. Und auf einen Part gibt es eine Choreo. Wenn die 500 Leute, wie viel reingehen, wie gesagt, 29, vielleicht gibt es jetzt auch nur noch 20 mittlerweile. Wenn das alle mitmachen, weil die ist idiotensicher. Wir haben die nämlich im Video am Samstag gemacht, am Strand zusammen. Und sogar der Kevin hat die hingekriegt. Kevin, Abu Franco, James, Paul, alle haben die Choreo hingekriegt. Ihr müsst auf jeden Fall auf dieses Konzert kommen. Da muss man hinkommen. Also safe. 29 Karten, es ist nicht viel. 20.04. Club Volta, dann ist auch erstmal Sense im Rheinland. Also geht dann noch weiter. Am 26.04. sind wir in Düren, am 10.05. in Kerpen, am 11.05. in Düsseldorf. Und dann ist nur noch so Paruka-Willen, solche Sachen. Also wo es auch immer weitergeht. Viele wissen das ja vielleicht gar nicht, ne? Aber das hier ist ja nicht nur The Show About Everything mit Big Mike, sondern das ist auch ein gottverdammtes Piratenschiff namens Etavox Ehrenfeld. Es segelt durch ein Meer voll Scheiße da draußen, durch ein Meer von NPCs. Und wenn du es hier und da mal guckst oder hörst, glaube mir, es gibt noch viel mehr. Also das ist nur die Spitze des Eisbergs und es ist ein komplettes Paralleluniversum. Und Big Mike zum Beispiel, es gibt, wenn du es nicht für mich tust, versuch's erstmal mit ihm. Onkel Mike. Komm zu Patreon, dort gibt es 200 Big Mike-Folgen. Was? Fast, also 180, 189. Also 200. Ja, also demnächst 200. Boah, Junge. Jede Woche machen wir ja eine. Und das ist auch nochmal ein komplettes Rabbit Hole. Und wirklich, wie gesagt, ein Paralleluniversum. Und da, wenn du da hinkommst, sage ich, wirst du es nicht bereuen und dann geht dir nochmal ein Licht auf. Also das ist wirklich dann nochmal eine ganz andere Ebene und dann wirst du auch die anderen Sachen von mir hören. Du wirst es enjoyen. Ich schwöre, du wirst es nicht bereuen. Also was ist das für ein Live, wenn du da noch nicht bist? Wie gesagt, man wählt ja jeden Tag durch seinen Konsum, sowohl mental als auch durch das Geld, was man ausgibt. 2,50 die Woche. Kann man sich entscheiden, ob man... Hör auf zu rauchen, auch wenn es cool ist. Rauchen oder Netflix. Je nachdem, was für eine Flagge draußen hängt oder den Staatsadel noch mehr unterstützt oder ob man den Widerstand unterstützt. Noch einen Punkt, ich habe noch zu dem Sole Mio Song, der Knaller ist, kommen noch Beach-Sets raus. Ah, auch okay, in ein paar geil. Wochen, so wie letztes Jahr, aber mit ein paar Sachen mehr noch, auch wieder mit Handtuch und so weiter. Yo. Gibt's halt ultra das psychogeile Artwork auch für alles Sonnenenjoyer. Und es gibt noch natürlich Club Estetico Drops. Die letzten waren ja auch sofort das ist ja quasi das. Alles. Fashion Label von Big weg. Mike. Genau, clubestetico.com, Onkel Mike's Shop, da gibt es alle Merchandise. Folgt ihm überall. Beach wir Sets. Packen ja Linktree in die Folge rein und da müsst ihr überall folgen. Und da habe ich jetzt noch Drops, wie gesagt, der Nike Vintage Drop kommt als nächstes. Und ich habe kistenweise 80s Tennis-Klamotten. Also Tennis gespielt wird auch in dem neuen Video, kann ich auch schon mal spoilern. Ich sag dir das gleich mal. Das ist ich hab Bock. Absoluter Knaller. Ich hab Bock. Und genau, wer jetzt schon, wer es nicht mehr erwarten kann, also aber nur die VIP-Kunden von mir, ihr wisst ja, wer ihr seid, und die Tennis-Shorts braucht, also wie gesagt, ihr könnt jetzt schon reservieren bei Onkel Mike. Ich habe alle Labels, alle Größen, nur Original 80s. Bald Sommer. Genau, also die muss man let's schon fucking haben. Go. Ne? Ja. Okay, das war's von mir. Werbeblock des also, Ende. Patreon muss. Was ist das für ein Live, wenn nicht? Okay, kommst du da hin? So, das andere ist, ich packe auch meine Links rein, mein Linktree. Wichtig ist immer, ihr wisst ja, wo ich die Hexen verhöhne, ne? Wo ich dann die Anzeigen kriege und so weiter. Das ist auf Twitter. Und da ist so, Big Mike sagt dann immer zu mir, are you winning, son? Are you winning, son? Yes. So, und dann mache ich auch manchmal noch, zum Beispiel fotografiere ich die Puddingteilchen da draußen. Sehr gut. Die packe ich dann bei Instagram rein. Also es lohnt sich beides. Komm dahin, dann das hier.
gibt es jede Woche auf Apple Podcasts und Spotify kostenlos. Aber gib mal was zurück und tu es für dich und komm zu Patreon. Aber kostenlos. Apple Podcasts und Spotify, gib auch Abo. Kommentieren kannst du auf YouTube. Ich hoffe, fingers crossed, letzte Woche ging die Kamera aus. Ich hoffe, dass sie jetzt durchlief. Boah, hab ich aber auch. Junge. Sonst fange ich an zu weinen. Bittere, heiße Tränen. Und ansonsten, ja, das war's, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.